Don't mind me. Ich trinke nebenbei einen Kaffee. Bin ein bisschen später aufgewacht, aber heute war der erste Tag, wo ich mal ein bisschen ausschlafen konnte. Dann wollte ich dann auch gleich mal nicht. So, 71%. Die hier müssen wir aber auch noch machen, ne? Die Boys hier, also die beiden. So, fein. 13,5 Stunden. Later, hätte ich nicht gedacht, schon ohne Scheiß. Ich komme nicht auf dem Playthrough, weil wir haben so selten das gespielt bisher. Komisch. Oh, warte mal, ich muss hier ganz kurz Kabel enttüdeln. So. Und zwar. Wo haben wir das gesehen? Hier? Nein. Wait. Da war richtig. Auf Verbesserung und dann ganz rechts, ne? Yep. Okay, ich muss. Dann nehmen wir noch 8 Stück davon. Die Schwertlegende und so weiter können es verwarten. Nochmal 8 von den Überlebenden auflegen. Die müssen wir aber finden, soweit ich weiß, ne? Ich weiß nicht, ob wir in der anderen Map da noch was machen müssen, / können. Wenn es 24 sind, müssen es ja 12 pro Zone sein. Oder halt alles in einer, ich weiß es ja nicht. Aber wir gehen erstmal nochmal nach Udun und schauen mal, ob wir da irgendwie noch was machen können. Schreitest du durch Berge weiß und blau. Auf zu singen, das macht Angst. Geht ab, Blockblitz. Namen. Und da haben wir doch schon einen. Sehr gut. Ich. So lange nicht gespielt. Mal schlagen. So, und rein. Nein. Du? Hast hier gar keine Sekunde zu reden. Wer er da noch? Sind das meine von. Oh, sind sogar 2 Aufträge. Geil. Dann holen wir uns die doch. Ich weiß ja nicht, welcher davon. Wait, ein Karagor? Kann ich den kriegen? Nicht von hier anscheinend. Du Wurm, sagt er zu einem Karagor. Jetzt, komm jetzt. Jetzt. Ja. War ein Reittier für die Reise. Gab es wieder Probleme? Was meinst du? Bei mir? Nö. Jetzt alles gut. Ich habe ja extra getweetet und alles, was derzeit los ist. Und. So. Ihr gebt mir den Big Quest. Ich bin derzeit nur nie zu Hause halt. Und deswegen kann ich leider auch nicht streamen. Gestern Nacht noch einen kleinen Short-Stream reingehauen. Das ging. Haben wir noch ein bisschen geonnert. Wir honoren jetzt auf jeden Fall wieder so gut wie jeden Tag. Ich fühl's auf jeden Fall wieder. Ein festes Magen. So, jetzt aber, oder? Ja, perfekt. So, wir warten hier gar nicht lange. Wir hauen ab. Sklaventreibers vergiftet, doch er hat's gemerkt. Okay, ja, ist so in Ordnung. Und gucken, ob ich noch was kriegen kann. Ich hatte letzte Woche, glaube ich, 6 Familienfeiern. 2 Geburtstage und musste 4-mal morgens früh in die Stadt, um was dafür zu holen. Dann habe ich jetzt am Wochenende nochmal 2 Geburtstage von derselben Person, wo ich aber zum Freundeskreis und zur Familie gehöre. Deswegen wurde ich zu beiden eingeladen. Ja. Das heißt, am Wochenende ist noch nicht Schluss, aber nach dem Wochenende sollte ein bisschen weniger werden damit. Und dann werde ich auch wieder so gut wie jeden Tag erstmal online sein, aber ich meine, bis halt dann die Klausuren wieder. Was ist denn hier los? Bis die ganzen Klausuren wieder anfangen, die ich noch machen muss und sowas. Das sollte in 1 bis 2 Monaten sein. Aber bis dahin sollte ich erstmal was machen dürfen. So, dann machen wir doch den hier gleich. Wie findest du den neuen Charakter? Bei For Honor wahrscheinlich. Den neuen Charakter finde ich. Wie finde ich den? Ich habe ihn selber ja noch nicht gespielt. Ich weiß aber ich weiß sehr gut, wie man gegen ihn spielt jetzt schon, weil den ja jeder Spacko spielt. Und ich habe actually noch keinen ausschlaggebend krass guten Kyoshin-Spieler gesehen. Finde ihn an sich interessant, aber nicht jetzt geil oder so, wie ich ihn gesehen habe. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich ihn mir unbedingt kaufen will und spielen will. Finden aber interessant. Mal ein anderer Approach so zu den Charakteren mit diesem schnellen Geschnetzel und sowas finde ich ziemlich geil eigentlich. Aber erstmal sehen.
erstmal sehen. Wie ist da noch? Läuft. Bye. Hallo, ich bin da. So. Vorne gibt's neue Elben Boys. Noch 7 Stück. Gibt's Elben Boys oben, oder? 12 kann ich insgesamt bisher haben, ne? Berserker, you dead. Oh, warte mal. Ja, noch welche. Hab ich gesehen. Ah, wieder aufgefüllt mein Fokus. Das ist so geil, ne? Wenn du Headshots machst, dass dann eine 55%ige Chance, glaube ich, besteht. Ja, wieder. Dass mein Fokus voll füllt. Einer noch. Wir waren aber irgendwo nochmal eben geschossen. Hinter mir, über mir, neben mir, in mir, oben drauf. Gucken wir mal. Ist wenigstens kein Greif, Griffin ist aber auch. Ist ein Monument für die Macht der Uruks. Die Macht der Uruks. Guck mal nochmal. Oh, warte mal, nee, du da. Du bist uns frech. Gut. Weiter geht's. Ja, Sklaven gefallen, ne? Du bist komplett abgestochen. Zurück an die Arbeit. Hast du auch, oder was? Du bist doch abgestochen werden? Okay. Gut, gut, ja, gut. Morgen Klassenausflug, wohin? Was geht ab? Was habt ihr vor? Befreie mich oder töte mich. Mir soll es gleich sein. Nice. Töten. Oh Mann. Jo. Wir können unsere Freunde nicht alleine retten. Hilfst du uns? Ungern, muss ich sagen. Ist ja leider mein Job. So. Wo müssen wir hin? Darüber, darüber. Araboys holen. Da vorne können wir mal ein bisschen Unruhe stiften. Der ist noch in seinem Käfig? Das ist frech. Da war doch ein Geräusch. Nein, da war nichts. Oh, hier ist Saurons Kopf. In der Stadt Way. Hier rüber. Hilf mir. Ah, ich bin noch dabei, aber er will hier rumgreifen anscheinend. Für einen Workshop. Das war für mich immer damals richtig. Es sind noch andere in der Scheiße. Nähe. Hilf ihnen, so Workshops, Theaterworkshop und so ein Shit. Du musst uns retten. Gar nicht meins gewesen. Aber für ihn, für den ist was, ist doch geil. Ah, ich bin nie so ein. Dort drüben sind noch. Ich habe auch selbst in meinen nächsten Schuljahren habe ich so oft die Schulausflüge geditcht, weil ich nie Bock hatte, Schulausflüge zu machen. Weil ich hab die Leute gehasst in meinen Klassen, ne? Ich war immer so eine Loser. Du bleibst hier. Weg, mir egal. Du guckst mich so dumm, Junge. Boot. Fucking Boot. Da kommt schon wieder einer. Ja. Menschenabschaum! War das? Nein. Diese Gefangenen dort vorne sind so gut wie tot. Sag das doch. Das ist mir nämlich egal. Jo, hatte noch keinen Workshop gemacht. Ah, okay. Ja, wie soll ich sagen? Erwarte nicht zu viel. Aber wenn es was für dich ist, so manche Sachen gezeigt zu kriegen und erklärt zu kriegen, ist im Endeffekt wie eine Unterrichtsstunde, bloß entspannter, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie man es am besten beschreiben kann, aber. Mir hat es nicht so gebockt, muss ich sagen, wie gesagt. Aber da guckst du erstmal an. Ob du es geil findest oder nicht. Und dann weißt du mehr. Oh, da oben kann ich mich, während ich entdeckt werde. Oh ja, easy. Wie gesagt, erwarte nicht zu viel. Guck einfach, was so kommt. Und manchen Leuten gefällt es halt gar nicht. Aber das ist dann euch überlassen. Müsst ihr halt gucken. Und was für ein Workshop? Weil ein Workshop ist ja nicht gleich ein Workshop. Ein Workshop kannst du für alles theoretisch machen. Ein Workshop ist einfach nur, dass einer eine ganze Klasse zeigt, wie einige Sachen funktionieren oder dass sie einige Sachen erklären für die Klasse oder sowas. Und was genau, also wofür wollt ihr denn? Meine Klasse ist einfach nur verrückt. Der eine isst seine Jacke, der andere sticht mit einem Messer in ihre Haut. What? Was? Was sollen diese ganzen blöden Verrenkungen, die ist der so. Grabwandler plötzlich macht? Nee, nicht der Grabwandler, die Klasse vom Blockblitz macht. Er sieht aus wie ein Elf. Fuck, okay. Dann ist ja ganz schön komische Menschen in deiner Klasse. Warum ist hier kein überlebenden Auftrag? Oder? Was soll das? Guckst du nicht so schief?
Du da hinten drehst dich auch gleich um wahrscheinlich? Nee, okay, bist du trotzdem tot, Sohn? Der Workshop ist 7-mal jung. Okay, sagt mir gar nichts, aber es kann sein, dass es sich wahrscheinlich da um Jugend, Umgang und sonst sowas sich dreht. Um so. Kennst du Knigge? Also sagt dir Knigge was? Knigge ist immer ein Verhaltensregelwerk sozusagen. Ich hatte zum Beispiel Business-Knigge ganz, ganz häufig in meiner Ausbildung und habe da einen Abschluss gemacht in, also sozusagen ein Zertifikat bekommen, dass ich die Knigge-Kurse da belegt habe und dass ich halt fähig bin, mich in der Business-Welt zurechtzufinden, auch sozial. Ach, und einer schlägt ganz ehrenhaft den Kleinsten der Schule. Nice, dann würde ich ganz ehrenhaft den Typen komplett zusammenlatten, wenn ich das sehen würde. Aber kann man in eurem Alter nicht wirklich viel machen. Das willst du, also, kann schon sehen, was du willst, aber da ist ein Grog fast. Viel kannst du da nicht machen, außer mal ganz kurz deinen großen Bruder oder Cousin mitnehmen und denen mal eine Tracht geben dafür, ne? Wäre doch wild. Ja, ich bin kein Freund von gewaltsamen, ja, Zugriffen, sag ich mal, oder sowas, bin ich gar nicht so. Aber ich würde auch nie selber halt irgendwie wen angreifen oder was weiß ich. Aber wenn ich sehe halt, es war früher schon so, wenn ich halt sehe, dass, ja, die ein, zwei Leute, die da nicht so stark sind, aufs Maul kriegen, bin ich meistens da hingegangen und hab dann den größeren Pissern aufs Maul gegeben. Ziemlich geil, wenn man 1,94 ist und mehrere Freunde hat, die noch sehr, sehr viel breiter und größer sind als ich. Da hat man immer sehr, 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 sehr easy das Leben, sag ich. Sehr, sehr easy. Hm? Ich war nie wer, der so gesagt hat, einfach, jo, easy. Eine Leiche. Ach, die greifen sich dann gegenseitig, ne? Jetzt mal hier. Sobald irgendwer irgendwelche gemobbten Boys angegriffen hat. Ich war auch Streitschlichter, dabei war ich einer der, wie soll ich sagen, mein Ruf hat nicht zu meinem Beruf gepasst in dem Ding. Also ich war halt Streitschlichter, aber hab trotzdem, wie soll ich sagen, den Ruf auf der Schule gehabt, dass ich schon einer der krasseren Boys bin, sag ich mal so. Aber nie, dass ich ihn gehauen habe oder so. Ja, als ich ihn einmal gesehen habe, wurde er von Lehrern gestoppt und ich bin sogar stärker als er. Ja, siehst du mal. Wie gesagt, man sollte nie einen Streit anfangen, aber wenn man sowas sieht, finde ich es ehrenhaft, wenn man einen Streit beendet. Wenn es nicht mal ein Streit ist, sondern, sag ich mal, so ein kleiner Mobbing-Trip von dem Typen, weil er zu Hause keine Liebe kriegt, das Opfer, dann... Oh ja, das wäre witzig. Oh, weißt du, was halt schön ist? So, wenn du einen, habe ich ja schon gesagt, wenn du einen kleinen Cousin, einen kleinen Bruder oder so hast, dann einfach endlich mal mit hingehst und mit denen redest. Und du so denkst, jo, wenn du das nochmal machst, Bruder, und ich das mitkriege, dann komme ich auch mal dazu und können wir beide uns mal hinsetzen, ein bisschen reden. Das habe ich immer gerne für meine kleinen Cousins und so gemacht. Immer hingegangen, eine kleine, nette, verbale Drohung ausgesagt von wegen, na, ich werde es mir überlegen an eurer Stelle, wenn ihr weiter so machen wollt. Auch wenn es eine Gruppe war, mir ist scheißegal, wenn da 6 Leute waren, stelle ich mich da alleine hin. Ich so, was wollt ihr machen, ihr kleinen Pisser? Das ist halt einfach wirklich so, kannst du sagen, was du willst. So, das ist... Nicht, dass ihr, also du oder sonst was jetzt ein kleiner Pisser, sondern mein Cousin war halt in der Grundschule und da hat einer rumgemobbt. Danke. Da habe ich auch noch zu ihm gesagt, klären wir in einer Sekunde, ist doch kein Ding. Dafür sind wir da, ne? Dafür sind wir da. Ich kann es nicht mehr länger ertragen. Bitte hilf mir. Hieran gestoppt, ne? Bestimmt so ein Affenloser, ey, der zu Hause, was weiß ich, von seinem Dad gehauen wird. Und sich so denkt, geil, jetzt lasse ich das an anderen Leuten aus, weil ich selber absolute Misse bin. Das ist immer sehr peinlich, so eine Menschen, muss ich sagen. Das ist sehr peinlich. Lehrer sind nicht verfügbar. Achso, weil mich der Typ da rechts anguckt. Danke, Waldläufer. Weil der schon über dem Gelben ist. Ich rate dir, wenn du die Uruks wütend machen willst, vergeh dich an ihrem Grog. Das habe ich schon getan. Ich will gucken, ob ich hier direkt neue Aufträge sehe oder. Ja, wild. Brauchte noch 8, also brauchen wir jetzt noch 6. Das geht fix auf jeden Fall, wenn die auch erscheinen, wenn ich nicht danach suchen muss. Kriegen wir das hin. Ja, und wenn du auch stärker bist als er und aber trotzdem nicht so streitsüchtig bist wie er, also wie gesagt, hab zumindest ich gemacht, ich hab mich dann einfach dazwischen gestellt und gesagt, Digi, red mal kurz, was du da machst, du Opfer. Schnappst du dir ein, zwei Freunde, gehst du zu ihm hin und sagst, hier, pass auf, ne? Keine Drohung im Sinne von, machst du noch sowas dann, sondern einfach mal, können wir überlegen, Freund, ne? Doch sie haben unsere Anführer erwischt. Wenn du nicht dasselbe haben willst, also dass dir dasselbe passiert, dann würde ich langsam mal lassen, du Affe.
Mein Bruder ist an meiner Schule einer der Stärksten, und wieder Angst, das mit ihm zu haben. Also bin ich. Ja gut, ich hatte halt auch einen großen Bruder, der vor mir auf der Schule war. Aber ja, der Streit mit mir bekommen. Also so war nicht. Ich bin halt nie zu meinem Bruder gerannt oder sowas. Aber wenn mein Bruder das gesehen hat, dann war das immer. Ich sag mal so, das wurde hässlich, ne? Wurde dann ein bisschen geschubst, bis der andere Kleine dann weggelaufen ist und dann dieses im Nachhinein nur fuck. Die Boys fass mal besser? Nicht nochmal. Aber wie gesagt, nie Streit anfangen, wenn du Streit siehst, versuchen zu beenden. Wir sind frei! Das ist meine, wie soll ich sagen? Meine Auffassungsgabe von der ganzen Sache. Wenn man was machen kann, mach was, wenn nicht, halt raus. Oder sag wem anders Bescheid. Du bist keine Pussy, du bist kein. Du bist kein Loser oder sowas, wenn du hier irgendwen. Bescheid sagst, dass der demjenigen da hilft oder sowas, dann. Du gar nichts, Digga. Du bist ganz normal, wie du vorher auch warst. Ich bin immer noch derselbe Typ, ja? Ich meine, dieses. Dem Hindern immer. Ihr bist hier voll der Loser, voll die Petze. Ja, toll doch, Digga. Dann versuch am besten nicht irgendwelche Leute zusammen zu latten, obwohl du. Fucking. 8 Jahre alt bist. You know what I mean. Junge, ihr sollt jetzt mal verschrecken. Deshalb mache ich das hier. Nein, ja, dann muss ich euch terrorisieren, dann geht das. Ah doch, er hört mich ab. Naja, er wird doch gerade von der Schule geworfen. Ja, dann. Unsere Freunde sind in der Nähe. Dann würde ich ihn auslachen, auf jeden Fall, wenn er an dem Tag da ist. Ich bin jemand, ich hab Leute in meinem Leben sehr, sehr gerne, und das mache ich auch bis heute noch, sehr, sehr gerne, fuchsteufelswild gemacht, indem ich mich einfach nur komplett über die weggelacht habe. Kann ich eigentlich auch. Nee, okay. Ich kann nur so eine Tötung machen, aber machen wir es mal fix so hier. Ja, ich bin noch zwei abgehauen. Nice. Noch einer abgehauen. Kleine Pisser da hinten. Nein, ich wollte gerade sagen, du wirst eh gleich zuschlagen. Lassen Sie das. Nicht hier arbeiten. Junge, soll ich den hitten? Oh nein. Ich sterbe da gleich bestimmt. Okay, der da hinter mir ist kleiner, also wird er bestimmt eher weglaufen. Yep. Get the fuck away, mate. Zum Glück bist du hier. Hilf mir. Leider bleibt er noch drei Wir Wochen. Wir nicht allein. Bitte, finde unsere Freunde. Dann weißt du, dass er alles machen kann, was er will jetzt in den drei Wochen, und du alles theoretisch gegen ihn machen kannst, was du willst. Also, war nicht so bad. Der Grabwandler kann unmöglich den Hammer getötet haben. Hab ich aber. Opfer. So. Ich terrorisiere mich. Ich hoffe, du zettelst wirklich einen Aufruhr an. Jo, einer noch. Komm her, Sohn. Fett, du hast bestimmt Bock. Und ja. Nein? Dann jetzt. Nein? Willst du eine Faust in die Fresse? Sie können uns nicht alle töten! Sie? Wer ist denn hier noch mit mir? Mut! Mut! Nein, die ganzen Boys schlagen mit. Jetzt muss aber einer fliehen. Boy! Kann nicht wahr sein. Ja, haben wir. Perfekt. Ja, wie gesagt, seit Loser. Es sind alles Loser, die auf einer Grundschule oder so irgendwas irgendwie rummucken wollen. Oder auf einer weiterführenden Schule am Anfang. So eine Loser, ne? Tötet sie schnell! Ja. Wir haben keine Zeit! Ach, die Jungs sagen, tötet sie schnell. Jetzt check ich. Guck mal, wie viel. Die Sklavenarmee, Junge! Lassen Sie es. Tot den Sklaventreibern. Ja genau, tritt sie. Wir schaffen das. Wir können tatsächlich siegen. Natürlich könnt ihr siegen. Easy, wenn ihr so einen Weitläufer-Boy dabei habt. Oh, warte mal, da liegt einer. Lass mich den machen. Was ist das? Weg jetzt hier, ich komme nicht mehr raus. Schneid mich los. Ich ertrage diese Qualen nicht.
mich manchmal übelst auf, wenn ihr 3000 Mal... Hör nicht auf zu kämpfen, weil achso, ja, wenn irgendwas gesagt wird, dann wird wieder nachgefragt, dann wird wieder nachgefragt, dann wird der Sitznachbar gefragt. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich saß neben einer in der Klasse, die war richtig gut in der Schule, aber hatte, weiß ich nicht, die konnte anscheinend nicht zuhören. Jedes Mal, wenn der Lehrer irgendwas gesagt hat, welche Aufgabe war das nochmal genau? Und ich so, ja, Aufgabe 7 am Anfang so auf nett noch. Und ich immer so, ja, dies, jenes, so, das und das kannst du da machen. Und irgendwann ging es mir so auf den Sack und dann immer, und irgendwann habe ich einfach noch gesagt, so, Junge, guck doch einfach in dein Scheißbuch, Alter. Oder hör vielleicht einfach mal eine Sekunde zu. Ich hasse so eine Menschen, die das nicht können, ne? No joke. Bin ich so anstrengend. Gibt's hier noch Brandfall, den Rest schalte ich von der Storyfile. Die Wurfdurche finde ich nicht cool. Todesdrohung bringt mir nichts. Finde ich auch dumm, dass man das so spät kriegt, muss ich ehrlich sagen. Unbegrenzte Elmgeschosse und unauffindbar zu sein. 2500 ist Maximum oder war ich genau 2500? Gar nicht. Passt. Nehmen wir. Boah, aber Workblitz vorne macht gerade wieder so Bock. Wir haben gestern wieder bis. Also gestern war ich nochmal weg und bin dann um 4.30 Uhr oder so wiedergekommen und dann haben wir noch bis um 6 Uhr morgens gezockt. Das war einfach ziemlich geil. Muss ich so sagen, wie es ist, du. Das muss ich so sagen. So, gucken wir mal, ob hier noch irgendein Auftrag in der Nähe ist, den ich machen kann. Ich weiß ja nicht, ob es vielleicht keine Aufträge jetzt mehr hier gibt, weil wir haben jetzt... Genau, es fehlen nämlich noch 5 und es könnte sein, dass die alle im neuen Gebiet sind. Ich weiß nicht, ob das halt eingeteilt ist oder ob es egal ist, ob du hier die ganzen Ausgestoßenen machst. Oder woanders? Oder wohin genau? Aber hier beim Spawn kriege ich ja gar keine mehr angezeigt und ich bin immer in der Nähe von irgendwelchen Bases. Cool, ich habe gerade andere Spiele, die ich spiele. Ja, ist auch nice, hatte ich doch auch die ganze Zeit. Aber ich muss sagen, For Honor war schon damals so. Es war ein Game, das hat mich nie so im Stich gelassen. Wenn ich Bock hatte, For Honor zu spielen, dann habe ich es gespielt, 1-2 Runden aufs Maul gekriegt und ich war wieder drin. Das hat wieder Spaß gemacht. Ja, ich sehe keine Aufträge mehr, dann gehen wir jetzt rüber. Ach, nun mehr. Ich weiß, dass du letzte Nacht nicht nach Hause kamst, John. Ich bin in die Totensümpfe gegangen. In einer Mutprobe. Es ist ein Ort wie kein anderer. Ah. Neue Aufträge verfügbar? Da oben war letztes Mal was. Ich geh mal da und mal gucken, ob wir da was freischalten können. Oder halt eine Mission zumindest kriegen. Ich krieg halt schon wieder keine, nirgends mehr diese überlebenden Missionen. Oder Ausgestoßenen, oder wie man die nennen will. Krieg ich nicht mehr. But why? Ich meine, ich könnte jetzt auch gleich erstmal ein paar Durchlegenden oder so machen, das ist ja auch kein Ding. Ja, keine Ahnung, ich krieg's nicht mehr auf jeden Fall. Dann lass mal kurz gucken, ich würde gerne erst die Durchlegenden machen, weil die sind mit am schwersten, und dann die Bogen und dann... Ja. Dolch, Bogen und dann Schwert, weil Schwert ist meist einfach nur kämpfen. Manchmal mit dem Karagor oder sowas, aber da hab ich Bock drauf. So, let's go. Let's go. Ich habe auch, glaube ich, auch alle Jagddinger fertig, ne? Alle Überlebensherausforderungen fertig und für die Jagdherausforderung 8 muss ich einfach nur weiterspielen von der Story. Also EZ-Spiel. Machen wir so, Junge. Was macht ihr hier? Da hast du keinen Bock drauf, ne? Dachte ich mir fast. Dass die Sklaven laufen. Vielleicht treten die ihn jetzt zusammen. Wahrscheinlich schon. Geil. Hätte ich lieber gesehen. Aber was willst du machen? So. Ich glaube, das hatte ich schon einmal versucht, die Quest. Bin mir nicht sicher. Nee. Mit einem tödlichen Schattenangriff, folge dem Boten und eliminiere Würmer, ohne entdeckt zu werden. Und ein ganzes Fass Grog für sich bekommen. Hat er nicht. Er hat es vom Hauptmann geklaut, als der gerade ein paar Bleichhäute niedergeschrien hat. Der Narr könnte den Tag nicht töten, selbst wenn seine... Ach, da ist ein Wurm. Jo, ich bin Wurmmann. Meinst du, es geht? Meinst du, es geht? Es geht. Und zusätzliches Ziel schon mal fertig. Und weiter geht's. Muss ich nur die Würmer eliminieren. Easy. Oh.
Ich wurde nicht entdeckt. Haltet den Sklaven auf! Hä? Es hat niemand zu mir geguckt gerade und ich wurde entdeckt. Geilo. Dann lassen wir das mit dem Busch mal. Oder wenn die eine Leiche. Nee, nicht wenn die eine Leiche sehen. Wir sehen ihn in Assassin's Creed. Heute hatte ich nur einen Mathe-Test mit 1 und Englisch-Test 2 plus. Nice. Oh, Mensch. Du glaubst, du bist stark. Du weißt nichts über Stärke. Junge, du kämpfst. Ich zeige dir Stärke. Kämpfst mit einem fucking Knochen. Komm her, Alter. Was zeigst du mir? Was zeigst du mir vielleicht? Hm? Ach, gar nichts. Oh, na gut. Schade eigentlich. Dann geht's weiter. Was ist das denn für eine? Bodenhinrichtung, Fokus wiederherstellen. Nee, nicht so geil. Wäre das Leben wiederherstellen? Maybe, aber Fokus nicht. Also wie ich da entdeckt wurde, wie gesagt, bin ich immer noch überfragt, aber passt. Ich will den neuen Dolch haben. Wir müssen jetzt wieder die... Ja, wir dieselben. Dann warten wir einfach, gehen auf den anderen und dann warte ich halt einfach hier hinten, während die da hochklettern. Vielleicht einer von denen irgendwie? Sobald die mich nur angucken, haben die mich entdeckt, oder wie? So, wo im Schrei rum da rechts? Der Hauptmann sagt, der Grabwandler sei in der Nähe. Wo? Los, wo mal ein bisschen rum. Er versteckt sich. Nein, hey, du bleibst da. Ja, jetzt werde ich eh gesehen. Oder nicht? Nee? Bin ich. Okay. Weirdness. Wo bist du vorhin hingelaufen? Bin einem dieser geflohenen Menschen hinterhergejagt. Okay, hätte ich das mal so. Ich weiß nicht, wo uns lag letztes Mal. Geh ich hier rein, mal gucken. Wegen den beiden da? Wahrscheinlich. Gehen außen rum. Da oben noch wer? Ein Sniper? Sieht der Sniper mich? Okay, nicht. Schreck mit dir. Da war neben noch einer. Absolut nutzlos. Wir müssen lernen, Grauks zu zähmen. Sie wären sicher viel besser, als sie zerschlagen und Straßen zu. Nicht runterfallen. Rumwurm. Ich nehme auch mit. Machen wir die Würmer hinter ihm. Hier ist ja gerade keiner in der Nähe bei dem Wurm, oder? Nein, nicht. Keiner mitgekriegt? Sehr gut. Warte mal, hier sind schon wieder welche. Da unten kommt dann gleich der nächste Wurm. Ja, wollt ihr da noch hoch oder wisst ihr nicht, wie man die benutzt? Wieso näher? Ich bin noch nah dran. Alles gut. Okay, wenn der nicht mehr guckt, könnte ich den da... Ah, fuck, der geht weg, ne? Der ist out of range, glaube ich, dann. Ach, ich muss wirklich jetzt nochmal näher ran, okay. Reicht das? Den da will ich nicht. Wenn den da oben. Warte, gesehen, Alter. Was ist los? Was ist los? Geht durch, Junge. Wenn wir diese Arbeit nicht erledigen, wird der Turm uns allesamt in Ketten werfen. Der Turm wird euch in Ketten werfen. Wie geht das denn? Hier live? Lieber mal ein bisschen weiter runter gucken, Freund. So. Wo ist der andere, der hier oben war? Muss ich mal näher ran, warte mal. Warum serviert der Koch uns nichts als Spinnensuppe? Hat er nicht gesehen? Ah, maybe. Den muss ich mich fix kümmern. Nichts gesehen. Jut. So, jetzt sollte mir wieder angezeigt werden eigentlich. Und er sollte weitergehen, oder? Schauen. Geht, Tiger? Klar, wenn ein neues AC rauskommt, wird es direkt gezockt, na sicher. Nein! Gott, was ist denn jetzt los da unten? Aber es ist der letzte Wurm, also alles gut. Norsko sagt, es stünde frisch. Könnte ich dem jetzt nicht einfach einen Headshot geben? Oder gehen die alle weg? Die gehen alle weg, oder? Scheiße. Ja? Wo warst du vorhin? Ja. Auf der Jagd? Nee, ich hab nur die Sklaven an der Grube bewacht. Hast du irgendwas Gutes gefunden? Moment. Noch einer, oder was? Geht er weiter?
Ich hab hier Eliminiere den Boten. Ich dachte schon, dass da noch irgendwas kommt. Als jemanden wie dich zu bemerken. Okay. Na sicher. ACs werden immer direkt gezockt. Lass sie nur. Ich werde ihnen sagen, sie sollen. Ja nicht unentdeckt, ne? Also. Get fucked, ne? Ihr wollt fighten. That's kinda witzig. That's fucking kinda witzig. So, mein Freund. Jetzt geht's hier los. Oh. Die Kamera. Sehr gut gerade. Sieh gar nichts. Du da weg. Nicht, dass meine Kamera wieder dumm wird. Oh, und die hauen ab. Loser. Loser. Wo ist die nächste? Legende? Dolche McDolchenheim? Wo bist du? War da oben, glaube ich, ne? Das ist die letzte? Eigentlich nicht, soweit ich weiß. Aber mal gucken. Yeah, boy. Richtig. Wenn's Tiger nicht selber macht, machst du es halt, ne? Im Ausrufezeichen Koch. Einer muss es ja machen. Einer muss doch Bescheid sagen, dass hier jemand ist, der auch ab und zu mal eine Runde rumkocht. Zu lachen, du Affe, sonst stirbst du, Junge. Halt mal aufhören damit. Das passiert mit Leuten, die ihr Leben lang über andere lachen. Das passiert einfach. Ich sag's ja nur, ne? Ist nur eine kleine Warnung. Die ganzen Mauber da draußen, ihr Opfer. Aufs Maul, können wir gerne machen. Vielleicht war ich selber früher einer, aber das hat hier nichts zur Sache zu tun. Ist trotzdem aufs Maul. Heutzutage, jeder, der ein scheiß Mauber ist, kann sich so verpissen, ne? Ich bin voll cool, weil ich mach andere voll fertig. Weil ich selber, mein Papa mich schon heute mal ganz toll haut. Unbekannter Hauptmann getötet. Der Grauk oder was? Das ist ein Grauk nicht? Das ist ein Grauk, ne? Ja, der Grauk hat gerade einen Hauptmann weggeräumt. Ist ja wild. Sitzen bleiben. Sitzen bleiben oder weglaufen. Ich sagte sitzen bleiben oder weglaufen. Weit hier mit euch. Du auch? Willst du auch zerstochen werden? Hm? Und rein. So, noch ein paar Fragen? Scheint nicht. Können wir loslegen. Die Diener des dunklen Herrschers hatten ihn erwartet. Sie hatten Pläne geschmiedet und sich vorbereitet. Sie hatten sich mit schweren Rüstungen geschützt. Sie trugen gewaltige Schilde. Sie dachten, sie seien bereit. Und dem war nicht so. Immer warten, bis man es benutzen kann. Naja, jeder kann es jetzt einmal pro Stunde benutzen, soweit ich das jetzt eingestellt habe. Mit Angriffen von oben. Mal einzelne irgendwie rauszuholen. Wie macht man denn das am besten? Ohne den Alarm auszulösen. Das ist ja nicht besonders. Geht ihr eigentlich alle dahin, wenn ich jetzt sage, ich möchte da locken? Geht ihr alle dahin? Na, jetzt kommt noch einer. Wir werden schon bald genug zu kämpfen haben. Cool, den könnte ich theoretisch erstmal so machen, ne? Ungefähr so. Ach, der hat das überlebt. Dann halt so. Sie wurde nicht durch einen durch Schleichtodesstöße. Stand das dabei? Verrannt gerade? Habe ich das überlesen? Oder? Geht das bitte wieder an? Unglaublich, dass er den Hammer getötet hat. Hallo? Der Grabwandler verhöhnt uns alle. Lass ihn erwischen. Gibt es Zelt noch? Na sicher gibt es Zelt noch. Na, aber komplett sicher, Junge. Das sieht immer noch so scheiße aus. Ich bin schön. Doch, durch Schleichtötung habe ich mich verlesen. Stimmt. Es sind immer die Berserker, die den Glocken. Moment! Und du gehst auf. Ich rieche etwas. Wahrscheinlich nur Ratten. Bleibt wachsam. Sicher ist sicher. Er dreht euch aber wieder um, während ihr wachsam seid, okay? Waren sicher nur Ratten. Ach, der hat das nicht auch schon gehört. Nee. Der ist, wenn ich entdeckt werde, ist eigentlich egal, solange kein Alarm ausgelöst wird. Was auch immer es war, es hat wohl Angst vor mir. Das gibt schon mal einen Kill von ich oben. Auch schon zu Tode. Hier gab es einen Mord. Oh, da ist ein Mord. Who to the fuck no? Warte mal, ich muss ja nur verhindern, dass Alarm ausgelöst wird, ne? Das hat keiner gemerkt?
Wir sind dir überlegen. Ne, hier noch zwei. Du hörst hier gleich mal komplett auf. So nicht. Mann, hier. Wahrscheinlich. Okay. Ein Kill von oben. Ein Alarm auslösen. Oder? Hast du eine Garde neben dir? Wahrscheinlich schon, ne? Ja. Er ist doch geil für einen Karagor. Nice food. Gotcha, bitch. Next one, please. Wir haben am schnellsten am besten noch. Darüber, oder? Denke mal. Jupp, jupp, jupp. Das ist gut. Eben geschossen brauche ich leider nicht, aber du kriegst wieder Wände zusammen und du stehst dann nur so. Der Hauptmann berichtet, arbeitslos dass sich der Wolf so. Warte mal, steht bei ihm noch einer? Nee. Er redet wieder mit sich selbst. Der Opferboy. Gut. Cool. So, und jetzt um ein Exempel vor den ganzen Boys hier zu statuieren. Oh, 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 oh. Was willst du? Was willst du? Richtig, gar nichts. Das war die richtige Antwort, verdammt. Du guckst nicht so scheiße da oben. Hier gibt's Regeln. Mann, 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 Mann. Scheiße, gucken gehört dazu. Das ist illegal tatsächlich hier. In Murder. Das ist alles, was ich brauche. Was du brauchst, ist eine Prise Verstand. Ich hab dich übsehen. Du brauchst eine Prise Verstand. Ganz gleich wie oft du es Na, Ben. Der Karaboy, immer wieder am Hasseln. Für seinen Meister. Karagor, das ist dein Ende. Ja, er versteht dich, verdammt. Sicher gibt's das Zelt noch. Wenn jemand nämlich ins Zelt muss, dann muss er auch die Möglichkeit haben, das Zelt zu aktivieren, ne? Na gut. Gut. Got it. Nächste Dorf-Legende. Habe ich jetzt eigentlich noch solche Legenden? Wahrscheinlich irgendwo diese hier, ne? Ja. Ja, 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 ja. Da muss man Brandmarken und Schleichaufzählung freischalten. Ja, ich muss sowieso mal alles so an Skills freischalten, die ich jetzt noch nicht freigeschaltet habe, aber mir habe ich da jetzt gerade keinen Bock drauf. Weil eigentlich will ich die Punkte behalten, um dann, also die Punkte hier sammle ich ja sowieso nebenbei, aber hier die Fähigkeitspunkte, um halt hier dann direkt zu skillen, wenn ich genug Macht habe. Das dauert ja noch ein bisschen. Freischaltung nächsten Stufe 432. Warum? Ich verstehe halt nicht, warum P. Power? Ist das vielleicht Power? Oh no. Naja. Weil die sind alle so nice, aber um die Dolchlegenden und sowas zu machen, brauche ich halt Wurfdolche, ich brauche Brandmarken, ich brauche alles mögliche. Gebrandmarkte Feinde kämpfen automatisch an deiner Seite, also es geht, aber es ist actually ziemlich spät im Game, was ich nicht so feiere, was ich damals gar nicht wusste. Aber wir machen das jetzt hier einfach, komm. Alles, was noch frei ist, wird jetzt einfach geskillt, so damit habe ich glaube ich auch alle geskillt dann, die ich noch frei hatte, ja. Brandpfeil finde ich ziemlich useless, muss ich sagen. Ja, Dolche verbrauchen, soweit ich weiß, meinen Fokus. Bei einem Blatt Papier schreiben finde ich immer besser. Schon, ich weiß zwar nicht, zu was du das jetzt gerade sagst, aber. Yes. Dolchhagel und Dings. Glaube, oder? Mal gucken. Das verbraucht gar nicht? What? Echt? Hä? Ich dachte, das verbraucht was. Deswegen hatte ich es noch nicht so viel. Voll OP. Kann man einfach immer werfen, oder was? Bei deiner Nähe so. Hier. Genau. Oder manchmal auch so. Und dann nochmal so. 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 Dem geht's gar nicht gut an. Ey. Ich wollte eigentlich ihn töten, aber dann halt nicht. Kannst du da runterfliegen? Nee, anscheinend nicht. Ich glaube, er dachte auch gerade, er fliegt da runter. Junge, was ist hier los mit dir? Du backst hier in der Ecke rum. Fuck mich nicht ab. Ja, wer das Feuer entzünden, macht doch. Geh eh wieder weg. Komm so rein, denn wenn ich in meiner Bogeninstanz bin, bin ich sowieso nicht mehr hier.
Was war das? Hau doch rein, Jungs. Ich glaube nicht, dass da jemand war. Guten Abend. Dienen da etwa ein paar Sklaven? Ah, das tut mir leid. Hier brauche ich euch gerade keine Zeit für uns, ne? Oder habe ich vielleicht Zeit? Aufhören, ich muss hier arbeiten. So, Freunde. Nummer 1. Du? Nummer 2. Wenn ich dran komme. Ich bleib genau da stehen, Schildträger-Boy. Small gibt's jetzt hier. Boots! Nochmal? Okay. Jetzt machen wir's. Boots! Dient dann One-Hit, ne? Ja. Das sind sie. Hier ist keiner mehr. Hä? Du chillst hier ein bisschen, ne? Oh, der ist auf jeden Fall. Ich glaube, der hat einen Herzinfarkt bekommen während des Fights. Dann bist du mit deinen Klausuren zwar komplett durch. Nach November, nach Oktober, so in der Richtung. Gibt kein richtiges Datum, was ich dir bisher nennen kann, aber zwischen Oktober und November so. War ich wieder Major. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Katsuko, was ist los? Wer gepennt hier? Ich muss sehen. Katsi McKatsuko hat hier rumgepennt. Ist illegal, eigentlich, soweit ich weiß. Boom. Was tue ich? Geht von meiner Bogenlegende weg, Junge. Ach, ich will doch hier nur arbeiten. Ach, kann ich das währenddessen auch starten? Das ist ja frech. Manchmal kann ein einziger Fall den Verlauf eines ganzen Krieges ändern. Er brachte dem feindlichen Lager Tod und Verderben. Ohne es auch je nur zu betreten. Ja, wollte gerade sagen, alle weg. Okay. Karagos und Uruks. Mach ganz kurz meine Katze. Ja, dieses Jahr. Ich mach kurz meine Katze. Aber dann bin ich halt im nächsten Semester und dann kommt wieder in einem halben Jahr Abstand. Neue Klausuren halt, ne? Ja, Moment. Ach, ich muss in meiner Zone bleiben, glaube ich, ne? Powergold benutzen, okay. Das war schon mal die erste. Genau, einer im Käfig, Junge? Auf den ersten Blick nicht. Hinter mir? Nö. Achtung, es ist nämlich ein Karagor. Da links ist nämlich auch noch ein Karagor. Aber bevor die jetzt hier so weglaufen und ich die eine Stunde nicht treffen kann, hau ich sie doch direkt weg, die Boys. So. Auch ein Karagor, er bemerkt auch, aber den kann ich auch so schon mal töten. Den kommen wir nicht. Okay. Aber du da hinten, mein Sohn. Und weg. Und weg. Dann können die Karagor auch mal wen töten. Die so, kriegen die so aus Maul? Kann aber gar nicht mehr holen, glaube ich. Ja, ist ja immer noch ein Karagor, okay. Nee. Nee. Da hinten könnte ich halt den Shit machen. Wo ich lass erstmal ein. Muss eigentlich neu kommen. Ja, unter mir ist die Spawn. Das ist ein Sklave, den solltest du in Ruhe lassen. Aber die machen. Die machen. Noch ein paar Karagors? Gerne. Noch zwei unterwegs gespawnt. Komplette Karagor-Armee greift die jetzt an. Ich glaube, muss wahrscheinlich nicht mehr wirklich was machen. Das hat den da durch diesen Spalt treffen, weil es Swag hat. Komm, ja, ein bisschen, nein, zum Kopf, ja, so. Ach, ich kann nicht durch den Spalt schießen. Hier vielleicht? Das, oder? Ja. No Focus. Ist chillen. Ich will die Boys ein bisschen arbeiten lassen. Und zwar mal wieder Focus.
Und rein. Und rein? Ja, Sorry, klappt, meine Güte. Okay, easy. Haben wir. Geht das weiter? Was fehlt? Was fehlt? Haben wir noch Bogen, Bogen, Bogen? Kein Dolch mehr, okay. Dann gehen wir direkt die Bogenquest hier machen. Um endlich meine legendären Bogen, Schwert und hier Dolch zu kriegen, ne? Wo es ja eigentlich ein abgebrochenes Schwert nur ist. Tun wir mal so, als wäre es ein Dolch, okay? Oh, der hat da hinten anscheinend einen Hauptmann getötet, weil da liegt noch eine Rune. Er lockte seine Angreifer an eine Sprengfalle. Die Welle der Zerstörung konnte noch von den Hängen des Urod-Ruins ausgesehen werden? Wahrscheinlich. Gimme that, Bo. Durch explodierende Fässer, lass dich nicht treffen. Oh, okay. Ach, die stürmen jetzt von allen Seiten, oder was? Das ist nicht so geil. Zwei. Oh, ne. Sind alle. Auch fertig. Irgendwas hat diesen Grog immer. Victoria aus dem Weg, Sohn. Muss knallen, nämlich. Ich bin direkt hinter dir. So. Einer in meinem Leben. Der da will schießen. Ich bin nett. Können wir noch ein paar mit treffen? Schießen jetzt von überall auf mich. Nicht so geil. Passt aber irgendwo noch. Da habe ich kein Fass mehr. Da aber noch. Nein. Ist aber nicht schlimm. Die Extrapunkte sind hier scheißegal. Ich hätte es ja fast gehabt. Ich habe eh bei Verbesserungen und so weiter genug Punkte. Ah, ich kann schon wieder fast die letzte, den letzten Skill für Dolch dann freischalten. Okay. Und jetzt? Ihr greift mich jetzt weiter an. Findet ihr das witzig? Oder, hä? Witzig finde ich. Du? Doch ein Anführer oder seid ihr alles mit Lappen? What? That's it. So. Aber ich krieg die andere Tochter. Legende nicht angezogen. Sagen wir doch doch. Doch doch. Ich hab mir dein Video schon 6-mal angeguckt. Ist einfach zu geil. Nice. Wie gesagt, ich bin sehr, sehr froh, wenn es euch oder dir zumindest auf jeden Fall gefällt. War halt so mein erster Try und ich werde jetzt weiterhin halt versuchen, das so ein bisschen so ähnlich zu machen. Vielleicht ein bisschen weniger Edits, aber halt immer schön gesetzte Schnitte, damit es nicht so anstrengend ist, zu gucken. Und nächste Video will ich eigentlich nächste Woche dann raushauen, aber ich muss jetzt erstmal schauen, wie ich das zeitig hinkriege, weil ich ja diese Woche bis Sonntag bin ich jeden Tag komplett weg, also auch Sonntag. Und dann könnte ich halt nächste Woche Montag erst damit anfangen. Also es könnte sein, dass es gegen Donnerstag oder Freitag erst kommt das Video, aber das sehen wir dann. Oh, jetzt wollte ich den Text eigentlich lesen. Hab bloß vorhin nah gedrückt. Okay. Seht ihr die Höhle? Oh, naja, muss ich Ghule oder so jagen? Bestimmt, ja, Ghule. Locke Ghule in die Hügelgräber. Bei what? Ja, dann folgt mir mal hier offen. Oh, Ghule durch Explosion, dass nicht mehr als 5 Fässer explodieren. Okay. Müsste ich immer sammeln, Jungs. Muss hier ein bisschen tanken. Ja, mal ein bisschen mehr. Hau ein paar mehr los. Beiß mich, beiß mich. Okay, jetzt reicht. Kommt noch welche? Yes. Hier ist das nächste Fass, wo ich sammeln könnt, Boys. Ich komm nicht mehr raus. No joke, ich komm nicht mehr raus. Ich muss mich mit hochjagen, es geht nicht anders. Ich kann mich nicht mehr bewegen, die standen vor und hinter mir. So, jetzt sammelt euch hier, bitte. Sagen, was für Grog vergiften, oder? Ja! Das ist eine Versammlung hier. Kaboom. Geht doch. War jetzt nicht so super schwer. Komm doch gar nicht erst. Ah, holst du deine Brutmutter oder was? Hm?
Brad Mother. Yo, Ronan macht heute mit. Heißt, wenn ja, wie das ist, EZ4er-Team. Das hört sich ja noch Spaß an, Junge. Das ist ja noch Spaß an. Bin ich doch auf jeden Fall dabei, du. Wie gesagt, zwischen 21 und 22 Uhr wechseln wir vorne. Irgendwann da. Aber erstmal müssen wir ja progressen, ne? Unsere ganzen Legenden hier freischalten. Für den Cargo halten. Cool, jetzt noch nach. Kannst du bitte normal sein, wie jeder normale Mensch von so Mauern springen und drauf? Ja, geht das? Bin ich dir sehr verbunden nächstes Mal. Talion, ja? Ich danke dir doch. So. Es war nicht genug, die Diener des dunklen Herrschers lediglich zu töten. Er ließ sie von den Flammen. Ach, sag es doch bloß. Mit Brandpfeilen, Sinne, mit Brandpfeilen an. Das Problem ist nur... was? Hey, die wissen jetzt instant, wo ich bin. Vergeil. Brand... Wie ging Brandpfeil? Muss nochmal nachgucken, wird mir nämlich nicht angezeigt. Eben gerade das geskillt. Auch wenn meine Treffanzeige einmal voll ist, kann ich mit RB einen Brandpfeil. Okay, okay. Dann muss ich also erstmal ein bisschen rumsnipen. Mit dem Standard. Oder einfach nur rumschlagen, das geht natürlich auch. Und wo sind hier Fässer, verdammt? Das hier, ne? Ja. Auch da. 1v1? Ich denke nicht. Ich suche nämlich nochmal ein paar Fässer, mein Boy. Bleibst du mal kurz stehen. Ich sehe keine Rockfässer oder sowas. Welche Fässer soll ich denn hier anzünden, wenn hier gar keine sind? Zumindest nicht viel verteilt irgendwie. Feiger Abschau, einfach abgehauen! Ah, hier vorne ist noch einmal. Was sonst? Müssen wir das letzte noch irgendwie suchen. Oben vielleicht? Aha, okay. Okay, okay. Alles klar. Dann haben wir den Rest. Ja, sag mich doch was. Ja, boom. Ja, boom. Ja, boom. So, jetzt muss ich noch Boys mit Brandfeilen töten. Na, wenn. So. So, dann lass dich mal brennen. Kann ich noch einen? Nee, ne? Muss ich neue kommen? Okay. Doch, verständlich. Nö. Ein Pfeil in meinen Ass, please. Danke, du brennst. Sag mal. Das ist witzig hier. Du brennst. Der da liegt auf dem Feuer, ist auch in Ordnung. Brennt. Oh, oh, oh. Weißt du, was er jetzt macht, tatsächlich? Ich sag mal so, er brennt. Ah, nee, doch nicht. Ich darf nicht mehr. Warum auch immer. Leider meine Combo verloren irgendwie. Ach, wegen dem Pfeil wahrscheinlich. Bei einem Bolzen. You burning. Okay. Auto the fucking Kai. Dann müssten wir jetzt aber die nächste Dings haben, ne? Hier? Ja, da. Da. Die nächste letzte. So, und dann brauchen wir noch 2.1 und 2.4 und dann sind wir durch mit allen Attributen. Die kann ich eh noch nicht weitermachen und die hier will ich ja eigentlich erstmal fertig machen, aber... Ja, ich finde keine. Ich weiß nicht, ob das vielleicht storymäßig irgendwie, weiß ich nicht, bedingt ist. Letztes Mal, wo ich dann... Ich gehe nämlich jetzt gleich nochmal zurück, bevor ich dann die Schwertlegenden mache. Um mal zu gucken, weil da waren ja auch noch ein paar Quests gelockt. Vielleicht war das auch wegen Fähigkeiten, die ich noch nicht hatte. Und vielleicht sehen wir auch mal noch ein paar Ausgestoßene, wo wir dann Quests von kriegen können. Bist du sicher? Vielleicht hatte er nur ein gutes Mal. Hm? Mhm. Aufträge wo? Die Machtkämpfe oder was? Ist jedem völlig egal hier. Gehen wir da oben hin. Wir einfach diese Ausgestoßenen mal machen, aber hier sind keine mehr. Alles Fry hier. Und in dem anderen Gebiet aber auch derzeit nicht. Das wundert mich halt. Ah, Karaheini Boy. Ich holen wir. Ich holen wir, Sonnemann. Nabet. Dann reiten wir einmal durch die Prärie hier und gucken mal. So,
marken jetzt einfach mal hier hinten, weil hier muss was sein von ausgestoßen. Und wenn hier nichts mehr ist, dann ist hier auf der Map auch nichts mehr. Ich weiß aber nicht, die haben das halt nicht eingeteilt. Die haben nicht gesagt, so und so viele sind auf der Map, so und so viele sind hier, so und so viele sind da, gar nicht. Steht einfach nur insgesamt, dass sie 24 machen, aber wenn es keine gibt, wie willst du die machen? Hier in der Festung, ist so einer der wenigen Orte, wo man sagt, okay, hier wäre so 100% was. Hier ist nicht mehr. Ja, fuck it. Also wenn in dieser dicken Stadt da oder in dem dicken Fort jetzt schon nichts ist, weg. Ich bin Hallas, euer neuer Kommandant. Hallas also, ja? Nicht Hellas? Und Gondor im Falle der Rückkehr des Namenlosen zu verteidigen. Bleibt stets stark und wachsam. Ja, ja, ist in Ordnung. So. Müssen wir vielleicht hier uns mal einen Karagor schnappen, ein bisschen rumreiten. Ah, ich hab noch eine Bogenlegende, okay. That's kind of sick. Dann gehen wir da mal hin. Ich finde das Schnellreisen hier auch sehr geil, dass es so fix geht. Ah, immer noch keiner in der Nähe. Blick bei dem Menschen hier. Und im nächsten war er schon fort. Ich bin auch kein Mensch. Ibims ein Scott. So. Gibt kein Entkommen. Mit wachsamem Blick beobachtete er, wie die Kreatur seine Feinde jagte. Er sorgte dafür, dass sie die Sicherheit ihrer Festung niemals erreicht. Hä? Vielleicht Karagor? Grauk? Vielleicht ein Grau? Das wäre doch mal cool. Nagle Uruks fest aus. Ah, hier, ja, ein Grauk. Ja, aber dafür muss ich die Beine sehen, dass ich die festnageln kann oder zumindest versuchen kann, die fest zu nageln. Fuck, ich dachte, der Fuß kommt da hin. Eins. Zwei. Drei, oder? Ja. Kämpf den lieber Grog. Das machst du selber. Stimmt, das geht ja auch noch. Oh. Ist eins schöner Bogen, nur dass er komplett Bullshit ist, weil er nicht so aussieht, weil er die ganze Zeit rumleuchtet. Ach, mein Bogen ist fertig, okay. Aska wurde vom Geist erneut geschmiedet und seine Geschichte wurde ihm eingraviert. Okay. Cool. Machen wir durch. Aska, eine vollendete Reise. Seine Stärke ist auf dem Höhepunkt. Warte mal, das ist ein Karagor, ne? Nein! Don't kill the Grauk! Oh, andersrum. Ja, andersrum. Nein! Der Assi! Komm schon, komm schon, komm schon! Hör nur auf den. Ja! Ich muss ihn mir mal kurz leihen. Let's go! Ihr habt schon genug mit dem Grauk zu tun, glaube ich, wa? Haben wir nur noch Schwert liegen jetzt? Ja, wir gehen uns mal kurz den hier holen und gucken, ob wir auf dem Weg irgendwas finden. Wäre natürlich echt eine freunde Sache, wenn wir vielleicht mal einen ausgestoßenen Auftrag wieder kriegen, aber ich wollte gerne die ganzen Nebendinger machen, bevor wir halt die Hauptdinger wirklich jetzt durchspielen wollen. Und das geht aber jetzt ja nicht. Anscheinend. Vielleicht denke, es ist auch storyabhängig, wie schnell und wie viel ich davon machen kann. Ich weiß es nicht. Es ist halt nur jedes Mal, wenn ich das Spiel neu starte, sind welche da. Und wenn ich es halt nicht neu starte, dann werden nicht da. Wenn er auch tot bleibt. So, Kinder. Du bist Fresschen für Karagor. Ich hab gesagt, du bleibst liegen. Oh ja, war die falsche Seite, mein Sohn. Iss ihn. Hier die falsche Seite. So. Der Karagor braucht wieder ein bisschen Leben. Er hat gegen den Grauk gekämpft. Fast. Gegen die Urks beim Grauk auf jeden Fall. Ein wenig Fresschen für den Kleinen. Okay, da kommst du nicht hin. Asoziales Stück Arsch. Ich will doch nur meine Rune abholen. Jetzt kommst du, oder? Sag mal, ich hab meinen Karagor geschubst. Hä? Hä? Was war das gerade? Junge, wo kommt ihr wieder alle her? Meine, bist du... Ich würde sagen, ist das ein Hauptmann? Anscheinend nicht. Sonst würde er nicht so wegfliegen. Gib mir das Food! Gib mir das Fresschen!
herum? Selbstgespräche, oder? So. Gib mir der Drohne. Du beruhigst dich kurz. Ah, okay, beim Greifabstechen, nö, nö. Machen wir erstmal den hier, weil der ist da oben so anstrengend drin. Und weg, und weg. Ich rieche etwas. Und hoch. Ne, der kann geil springen, Alter, der Karagor. Ein Jump, komplett eine ganze Mauer überwunden. Illegal eigentlich, aber ausnahmsweise. Dann wird das nachher doch eine geile Vorno-Runde, denke ich. Können wir endlich wieder jede Runde gewinnen. Wie ist denn damit? So, Karagor. Ich würde sagen, mach den hier oben, nicht den da unten. Die rote Flut. Er wagte sich weit in das Gebiet des Feindes und fiel am Hafen des Nurnmeeres ein. Die Wasser färbt in sich rot. Vom Blute der Verteidiger. Gucken wir mal. Was so ist. Richte Schildträger mit einem Nahkampfangriff hin und was noch? Beseitige die Uruk-Wächter am Hafen. Ist alles? Da ist doch ein Schildträger. Mit Nahkampfangriff. Zählt dazu auch das hier? Ja. Lass mich doch arbeiten! Es ist leider kein Schildträger, aber das passt. Das ist in Ordnung. Weiter geht es. Voll die easy, nice Quest. Fuck. Ho, 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 ho. So. Dann war das schon mal fertig. Ist auch gleich mit hingefallen. Sehr schön. Bleib liegen. Besser ist das. Und der da flüchtet, soweit ich das mitverfolgen konnte. Ich glaube nicht, Tim. So. Hol da rechts auch noch. Dann machen wir erstmal da rechts. Komm am schnellsten hin gerade. Jemand hat ihn getötet. Oh nein! Ist da jemand umher? Ich glaube nicht. Du gehörst mir. So, so. So, so, mein Sohn. Du hörst auf mit dem Rumgewerf hier. Jetzt platz deinen Kopf dafür, ganz ehrlich. Hast du es nicht anders verdient? Hast du es nicht anders verdient? Wait. Schon wieder ein Flüchtiger? Zeig dich, du Affe. Sollst dich zeigen, habe ich gesagt. Mann. Weißt du, jetzt muss ich wieder zu Sohnmitteln greifen, also ehrlich. Einen Abend. Ich bin das mal wieder. Halt du still. Es geht schnell, mein Sohn. Er leckt seine Klinge erstmal hinter mir ab. Bind er ein bisschen? Wahrscheinlich. Brandmann. So. Die letzte Gruppe. Den hier können wir ihn mitnehmen. Mit Spannung. Hellas. Ich bin das. Next one, please. Hab ich da gerade etwas gehört? Ja. Du hast mich direkt neben dir gehört, Sohnemann. Legen Sie sich hin. Und sie auch tot? Oh! Oh, hat nicht gereicht, um eine Insta-Platzung zu machen, okay. Oh, ist ja süß. Ist ja süß jetzt. Ist ja fulltime süß. Denkst du mir schneller, hä? Denkst du mir schneller? Hä? Mann! Und diese Loser, die denken, dass sie schneller sind. Sehr ehrlich. Kann dem einer sagen, dass sie langsamer sind eventuell? Dann würden sie nicht immer weglaufen. Würden sie einfach zu mir kommen. Ohne dieses Sprich würde ich mittlerweile nur halb so. Ja, ist so. Ist doch geil hier. Die Ingame immer labern. Digga. Niemand zündet hier irgendwelche Feuer, Junge.
Das hast du daran nicht verstanden, ne? Niemand zündet hier das Feuer an, habe ich gesagt. Versteht ihr denn nicht? So. Will noch wer das Feuer anzünden? Und der hat schon mal gar keinen Bock mehr? Du. Wo hast denn du Zielen geübt, Junge? Hat er denn Zielen geübt, ey? Meine Güte. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Hm. Das glaubst du. So, wir haben mal die nächste Schwertlegende. Dann können wir auch gleich mal beim Fortschritt gucken. Da sehe ich ja, was für Legenden ich noch machen muss und sowas. Dann ist das skillabhängig wahrscheinlich und dafür muss ich sowieso dann die Story weiterspielen und dann passt es. Aber ist nicht. Ist nicht im anderen Gebiet auch noch eine Hauptquest oder habe ich mich da irgendwie verguckt? Danke, Waldläufer. Ich gehe vorher sowieso dann nochmal rüber in die andere Map. Guck da nochmal rein. Zur Sicherheit, dass wir wissen, okay, wir haben alles, weil da sind noch zwei oder drei Sachen, die wir nur mit Skills freischalten. Ja, mal sehen. Die Diener des dunklen Herrschers machten sich bereit, ihre Gefangenen hinzurichten, doch der dunkle Reiter stürzte auf sie herab und hieß keine Gnade, weil... Okay. Hab ich Karagor umsonst? Naja, hab ich. Karagor-Bisse. Jetzt. Was ist, wenn man das jetzt verkackt direkt am Anfang? Und runtergeworfen wird? Einfach direkt verloren, oder ist die Mission? Wahrscheinlich. Hallo, Abend. Was war das gerade? Hallo. Ich kann mich nicht bewegen. Komm schon. Lass mich doch in Ruhe essen, Junge. Hat aber geklappt, ne? Okay. Aber lass. Denkst, dein Holzschild kann einem was machen? Hä? Hä? Ah, hast du wohl gedacht, ganz kurz, okay. Okay, gut, nächste. Die hier, die ist näher. So. Uruks sind einfach dumm und lustig hier, ist so. Oh, mein Karagor ist gleich tot. Muss ich denn vom Karagor irgendwas machen? Ey, kann man aber nichts explodieren lassen, ne? Schade. Sag Bescheid, wenn du ihn siehst. Bescheid, Junge. Was wirst du noch gleich tun? Ist da wieder einer vor? So. Und so. Haben wir geklärt, ja, Boys? Alles gut, ja? Schön. Ich hab jetzt auch gecheckt, warum Werbung kommt, wenn der Stream startet. Okay. Erleuchte mich. Weshalb ist das so? Ich hab gehört, es sind noch mehr Krieger hierher unterwegs. Was war das? Karagor muss überleben! Oh, oder doch nicht. Man Karagor ist tot in einem Hit. Reicht ihm die Arme! Alle müssen liegen, damit ich essen kann. Nein, jetzt sterben! Alter, Karagor. Aber es ist anscheinend nicht schlimm. Okay, ja dann. Können wir auch so weiterarbeiten. Ich dachte, das wäre jetzt hier wichtig, dass ich den Karagor nutze. So, lassen Sie es. Sir, das war's mit Ihnen. Und weg. Sehr schön. Dort lief doch wie am Schnürchen. Die machen auch am meisten Spaß, finde ich, die Schwertlegenden. Die sind nicht wirklich am einfachsten, weil manchmal muss ja 100er Kombos und sowas machen, aber die sind irgendwie... Ich fight in dem Game viel zu gerne. Ding Affiliation, also das, womit man Kanalpunkte bekommt. Okay, meinst du? Also ich weiß, dass seitdem ich ein Affiliate bin, Werbung kommt. Das ist aber normal. Also da kann ich nichts dran ändern, das habe ich ja schon mal gesagt. So. Da kann ich wirklich gar nichts dran drehen. Ich kann entweder auswählen, ich schalte selber Werbung oder es kommt nach einer Zeit Werbung und dieses Anfangswerbeding, also dass wenn ihr auf den Stream klickt, ihr erstmal Werbung kriegt, das kann ich nicht ausschalten. Das ist immer so. Da kann ich gar nichts gegen machen, leider.
Der Schattenfluch. Keine Feste war sicher vor seinem Ansturm. Gerade heraus stürmte er in die Wache des Henkers, um der Kriegsmaschinerie des dunklen Herrschers einen vernichtenden Schlag zu versetzen. Na, machen wir. Klingen sie auch nicht so cool aus bisher, muss ich sagen. Was ist das? 25 Euro, Elitewächter. Ich meinen guten Grog nicht trinken kann, weil ich sie wieder einfangen muss. Maul halten. Hier wird gerade reingestochen. Du bleibst sowas von hier, ne? Glaubst du gar nicht, wie sehr du gerade hier bleibst. Du da? Du bleibst auch hier. Ihr fallt hier. Was? So nicht, mein Freund. Einfach keinen Sound kurz. Wilde Aktion wieder nicht. The fuck? Bin ich an einer soundless Stelle, oder? Hey, dich habe ich ja gar nicht kommen sehen, mein Sohn. So in deiner Angst vor Feuer? Ah, wollte schon sagen, irgendein Hauptmann ist hier doch. Legendärer. Ha? Radluk. Ist da noch einer? Prag. Okay. Ist wohl der Weitläufer. Auf der Brücke. Hallo, ich bin's. Der Weitläufer, ich bin auf der Brücke. Hellas. Auf herumzuschreien. Ich glaube nicht. Du bist immer so schreckhaft. Feuer. Er verbrennt. Ich glaube nicht. Oh ja. Oh ja. Noch Schlag. Holt mal eure Hauptmänner auch gleich her. Ein bisschen Spaß haben können wir hier. Wow, wie Elite du bist. Ich kann sogar über dich drüber springen. Oh. Lieg. Hey! Hey! Diese Zeitlupe-Moment ist einfach so geil, ne? Ich super sick immer bei den Kills. Dadurch kommen die noch geiler zur Geltung einfach. Okay. Ja, das ist zwar nervig, aber dein Stream ist mir wichtiger als 30 Sekunden. Nice. Vielen Dank dafür. Aber, wie gesagt, ich würde auch gerne was dagegen machen, weil ich bin nicht drauf angewiesen, ich mache das hier nicht Vollzeit oder sonst sowas, um irgendwie euch durch Werbung Geld aus der Tasche zu ziehen, so. Muss ich kurz konzentrieren, Moment. Aber gesagt, wenn es an mir gehen würde, würde hier keine Werbung laufen. Also generell nicht. Dann würde ich von vornherein das aushaben, dann würde ich mittendrin keine Werbung schalten, ich würde gar nichts machen. Weil ich nicht darauf angewiesen bin. Das ist einfach. Zumindest derzeit. Oh, die Uruks haben wir schon. Dann gehen wir mal die Elitewächter umbringen, ne? Machen wir Platz, Fettarsch. Fettarsch, Platz. Sie ist versteckt? Was schleichst du hier in den Schatten herum? Kommen wir gleich zu Tauben, beruhig dich. Oh, den können wir nicht überspringen, okay. Wie sieht's hier mit aus? Oh, Kampfmeister oder was? Dann müssen wir wohl jetzt erstmal einen ernsthaften Fight führen mit den Boys, wa? Ah, okay, er ist kein Kampfmeister. Jetzt oder hier, komm. Sollte sich fernhalten. Oh. Du hast einen furchtbaren Fehler gemacht, Walter. Nicht zustechen. Genau im Boost die Bodenwelle gemacht. Oh, wow. Freunde.
So aber nicht, ne? Boah, das kann ich alles blocken. Ich muss mehr exekutieren. Junge. Oh, ich kann da nicht ausweichen, what the fuck? Komm mal zum Feuer, ihr Wichser. Geisterdämon. Ich töte dich, wenn du es am wenigsten erwartest. Okay. Also, genau jetzt wirst du es also nicht schaffen. Also, es waren seine eigenen Worte. Ja, einer von euch schon mal tot. Der andere liegt am Boden wie eine kleine Ratte, hä? Hä? Wie eine kleine Ratte, hä? Steh auf, du Opfer. Oh nö. Oh nö. So einer ist das. So ein Greifer. Egal. Oh, ich wollte gerade sagen, der Kopf platzt jetzt, aber ne. Da wurde ich wieder gehindert dran. Ich wollte das nicht, aber. Warum nicht? Uns alle wirst du niemals besiegen. Niemals in ganz. In ganz viel Zeiten. Niemals. So, und du bist jetzt erstmal tot. Piss dich hier. Opfer brauche ich nicht mehr. Wer es nicht mal mit mir aufnehmen kann, den brauche ich nicht mehr. Mit den Nahkampfschaden bei hohen 30 plus um 22%. Ah, ist auch nicht so geil. Da habe ich genug Hinrichtung die ganze Zeit, muss ich sagen. Es reicht! Mann! Mann! So, legen Sie sich hin, Sir. So. Kämpfe, ne? Allein für diese Kämpfe und die Kampf-Engine werde ich auch Safe Batman nochmal spielen. Weil Batman auch so nice ist. Muss ich nur von Torben seine Steam-Bibliothek erstmal kriegen. Kennt ja alle Teile, glaube ich, ne? Wenn mich nicht irre. Kann aber selber sein. Kämpf besser! Klatscht dir gleich, Junge. Jupp, okay, nice. Müssen wir das mit der Bibliothek dann nochmal machen und dann kann ich das auch streamen. Opfer, komm denn noch? Mach immer dasselbe hier mit euch. Absolut keine Herausforderung hier. Du hast auch mit der Kacke. Okay, also viermal Y drücken hilft da auch nicht, anscheinend. Boots. Ja, kein Sound. Warte, ich rieche etwas. Du. Fuck, Double K, Junge. Oh. Du hast nichts gehört, außer deinen eigenen Tod. Wie viele kommen denn eigentlich noch? Noch ein paar? Der andere Hauptmann kann sich auch mal langsam mehr bewegen. Wäre doch mal eine Idee. Oh. Wie viele wollen eigentlich noch kommen? Ich meine, ich habe hier kein Problem damit, aber ich meine ja noch. You dead. You fucking dead. Nächster bitte. Oh. Die Kombo lasse ich mir aber nicht einfach so vermiesen. Kein One-Hit. Jetzt keine frei. Ja, kommt mal her, sonst endet meine Combo, ihr Affen. Du bist mir im Weg. Geht doch. Komm ran hier auf den Meter. Oder du. Was kann ich nicht? Hm? Diese Shit. Mann, 191 und dann kommt keiner mehr. Was haben die da jetzt den ganzen Tag da hinten gemacht?
Kann ich bitte einfach nur den da hauen? Lässt du mich bitte? Hat er nicht mitgerechnet, dass ich den hinter ihm nehme, oder? Au, 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 au. Der kann gar nichts mehr machen, der ist den ganzen Tag nur gestunt. So, du Freund, du hast ein Schild, du nervst. Du da? Oh cool, hat man sogar gesehen, ich habe nicht mal einen Indikator gekriegt. Ich habe nur oben diese Aufpassen-Anzeige gekriegt, aber nicht, dass ich Y klicken kann. That's kind of fucked up. Wurde im Endeffekt verkauft gerade vom Spiel. Weg mit euch. Nix könnte. Der hat sich wirklich 2 Zentimeter bewegt, ne? Dieser Hauptmann da hinten. Ah, ihr spawnt immer neu, ich sehe es gerade. An der Brücke spawnen die einfach immer neu. Und beim Elite-Hauptmann auch. Dann hatten wir jetzt genug von unserem Spaß gehabt. Hey du, Namt. Hier muss ein Hauptboy, der sich hier hinter der Ecke versteckt. Hinterher, ich habe aber voll Angst, mich alleine gegenzustellen. Und weg. So, lass mich durch. Ich muss arbeiten. Schon wieder genauso viele da, wie ich schon 2-3 Mal abgeschnitzt habe. Schade, fast 200, ja. That's right. Klingelhageltötung. Ich glaube, das ist diese hier. Die hier. Die mache ich oft. Die könnte man nutzen. Die sich hier alle mal verstecken, die Ficker. Komm her hier. So, reicht jetzt. Jetzt genug Spaß. Wollen die jetzt noch Nachschub haben, oder? Hast du das schon gehört, was Tiger gesagt hat? Ronan will wohl mitmachen. Wie er gehört hat. Ganz schön laut das Spiel in letzter Zeit, oder? Man muss auch fühlen, ne? Man muss es auch fühlen, also. Aus dem Weg, Mann! Kriegt der noch mehr Geistexplosion, Alter? Ja, kein Sound mehr, geil. Durch mich durchgeschlagen, Junge. Das war's? Mehr könnt ihr nicht? Oh Mann. Enttäuschend. Okay. Hat aber lange genug gedauert jetzt mit denen. Jetzt haben wir noch eine Schwertlegende und dann können wir weitermachen. Aber spaßig. Liebe die Fights hier in dem Game, Alter. Asylum City und Night habe ich. Origins nicht. Ach, gibt's ein Game, das heißt Batman Origin? Doch, ja, sagt mir was. Ich kann sein, dass ich das auf PS4 habe. Ich weiß es nicht, muss ich mal gucken. Auf jeden Fall werden wir schon einen Weg finden, alle Batman-Games zu zocken. Würde ich auf jeden Fall auch nochmal fühlen. Ihr könnt nicht vorbei. Genau wie der Bayrock, ne? Roll to 200 Combo. Ja, kann ich in diesem Wellenmodus kann man das machen. Da werde ich bestimmt eine 400er hinkriegen, wenn ich komplett reinschwitze. Er schwor, dass keiner seiner Feinde die Brücke überqueren sollte. Leichen um Leichen türmten sich auf der Brücke auf und stürzten ihn ab in die Leere. Ah. Sector Control. Gandalf wäre stolz auf mich. Vorsprünge herabwerfen? Sehr langweilig. Hä? Ich bin 1 Millimeter weggegangen. Einfach 1 Millimeter war ich draußen. Ich habe nämlich auf der Minimap extra geachtet. 1 fucking Millimeter und er bricht die ganze Mission ab. Ich mag das. Halt euer Maul da unten. Dann warte ich halt, bis sie hier sind. Warte mal, nur die Fackelträger müssen weg, ne? Stimmt. Der Rest will eh fighten. Guck mal her. Und ab. Und hep. Und ab. Na fast. Na fast. Du gehst jetzt runter. So. Und meinen Pranken.
Ist das nicht wie die Schlacht um... Nicht Minas Tirith? Schlacht um Helms Klamm. Da mussten auch Fackelträger doch die ganze Zeit abgeschossen werden, damit die nicht zur Mauer kommen. Und die hochjagen. Kommt ja schon der Nächste, oder? Grüß dich. So, so. Du lässt das hier, ne? Mit dem Hinterrücks angreifen. Das ist illegal. Hallo. Haben die eben gerade was gesagt, oder? Weil hier Spanisch. Komm, wo war mit zu Ende? Was hat er denn währenddessen gemacht? Warum stehen die denn dann auch da hinten? Ich dachte, ihr wollt hier durch. Ihr Opferloser Boys. So, dann sammelt euch mal, um euch zu versammeln, Jungs. Der da läuft schon weg. Der hat gar keinen Bock mehr auf die Scheiße. Geht vor. Du lebst doch? Ich glaube nicht. Einfach das Schild zerdeppert. Mag das. Bleibst unten, Junge. Und was hast du hier vor? Och, fuck off. Okay. Vergessen, dass das ja sehr schlimm ist, wenn ich aus dem Missionsgebiet gehe. Ja. Die Hobst verstunden. So. Immun gegen Schleichen, lüll. Dann kriegst du immer einen Headshot, das ist auch in Ordnung. Was ist mit ihm denn los? Ne, ich warte noch. Ist mir gerade aufgefallen. Bis ein paar Boys sich hier versammelt haben? Ja. Ach, der wartet da immer einen Moment, oder was? Dass man Chance hat, ihn abzuschießen. So, Boys and Grills. Was ist denn los? Oh, ich konnte nichts machen. War noch eine Animation, der Junge. Junge, ihr geht hier weg, ihr nervt mich am meisten gerade. So. Genau, mal Platz. Hab ich keine Fässer mehr. Ach doch, da vorne ist noch eins. Aber der ist direkt an der Kante, das lohnt jetzt nicht mehr. So, so, so. Hm, einfach abgehauen. Frech, ne? Dann kam eine ganze Weile kein Fackelträger. Ah, oh, das habe ich mir gedacht. Er hat sogar aufgehört, aber hat den Sprung nicht mehr ausgeführt, den ich machen wollte. Deswegen steht der Kollege da, oder? Wird er davon hochgejagt werden kann? Wahrscheinlich. Ah, oh, jetzt laufen sie schon wieder alle weg. Jungs, wir kämpfen. Nicht flüchten. So. Gotcha, bitch. Hat er einfach gemacht. Den Kopf einfach abgeschlagen. Das ist natürlich super frech. Kannst du dir echt keinem erzählen, sowas, ne? Hören sie auf. Guten Abend, Sir. Das ist ein schönes Endbild. Oh, die Hälfte will nur abhauen. Nicht alle. Der Tag ist ein komplettes Monster. Du sagst es. Boots. Boots. Was will er denn hier? Mach, was du willst, Junge. Ich bin eh gleich weg. Das kann ich jetzt auch. Schilder direkt zerschlagen. Meine Kombo! Oh. Ich muss mich aber noch wegmachen.
Du gebührtest den Regeln. Ach, schon wieder wer hier. Ich glaube, es ist wieder Infinite Spawn hier, oder? Gucken. Dass ich immer nicht springen kann in dieser letzten Sekunde der Animation, finde ich super anstrengend. Hallo, Dicker. Nee, respawn nicht, okay. Beauty. Oh. Haben wir das. Okay. Dann haben wir hier alle Legenden fertig, die wir machen können bisher. Dann reise ich nochmal rüber nach Uno und gucke da nochmal. Ich bin bei 4 kleinen Streamern VIP. Ich glaube, das hast du mir schon mal gesagt. Ist doch geil, wenn du bei den allen so ein bisschen aktiver dabei bist und die alle denken so, bist ein nicer Gast. Warum nicht, ne? Sie hast auch redlich verdient, ne? Okay, hier ist... Ne, hier ist insgesamt gar keine Legende mehr. Okay, dann bin ich wahrscheinlich hier komplett durch mit der Map. Dann lassen wir das, dann gehen wir da gar nicht erst wieder hin. Ich trage ein Kind. Talions Kind. Talions Kind! Ich habe das Angebot erhalten, Truppen am Schwarzen Tor zu kommandieren. Ich wollte es ablehnen, aber ich werde euch beide dort verstecken. Aha. Aha. So, jetzt können wir gucken. Gut, die ganzen Legenden noch weg. Diese Gefangenenaufträge kriege ich anscheinend nicht mehr. Dann können wir eigentlich auch die Gollum-Quest machen, ne? Oh, es ist nicht mehr die Gollum-Quest, aber... Obwohl, nee, lass uns mal die mächtige Beute-Quest machen, damit ich mir endlich mal meine Jagd-Quest weitermachen kann. Let's go! Wir brauchen eine Menge mehr Rohstoffe, als wir kriegen können. Ja. Hallo. Hallo, ich bin's. Bekannt wie ein bunter Hund. Hallo? Lassen Sie das, gehen Sie aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg. Ich sag's aus dem Weg. Na, geht doch. Ich sag's aus dem Weg, aus dem Weg. Aus dem Weg sollten Sie gehen, aus dem Weg. Ja. Machen wir's so. Mächtige Beute. Dieser Zwerg behauptet, er wüsste, wo sich weitere Artefakte aus Celebrimbors Vergangenheit verbergen. Genau. Joa, zwei Minecraft-Streamer, weil ich noch halbwegs aktiv Minecraft spiele und ein... Was ist BTD? BTD-Sekt-Streamer. Ein zielgenauer Treffer. Und nichts von ihm wird verschwendet werden. Wie heißt du, mein Treffer? Talion. Was warst du? Ein Leutnant? Eigentlich war ich Hauptmann. Oh, ich verstehe. Wir haben einen Hauptmann unter uns. Nun, das ändert alles, was? Der Hauptmann kommt, schärft schön die Schwerter, und seht zu, dass eure Stiefel blitzen. Nun sagt mir, Hauptmann. Ah, BTD, okay, jetzt weiß ich. Hast du jemals einen Grauk gejagt? Ein Grauk hat, was du mir versprachst? Ja. Aber nicht irgendein Grauk. Der größte, den ich je gesehen habe. Machen wir uns bereit. Mach dir um mich keine Sorgen. Ich wurde gut geschult. Mein Hund, Silver, war auch gut geschult. Also, bevor ein Warg sie verspeist hat. Jagd kennt keine Regeln, Jungchen. Wir stellen sich in Reihe und Glied und lassen uns Befehle geben. Hier geht's um Instinkt. Es geht um Bauchgefühl. Und, wie du hier siehst, habe ich von beidem mehr als genug. Du willst also lernen, wie man jagt. Folge mir. Ich will gestern jetzt schütteln unter den Kopf. Ich hab auch noch nie gehört, dass er gesagt hat, ich möchte lernen, wie man jagt. Du zähmen musst. Die erste Lektion der Karagor-Jagd, nicht sterben. Oh, das ist... brauchen wir sie? Kann ich nicht. Wir reiten auf ihnen. Sie sind gute Reittiere für unsere Jagd. Dein Rang wird die Bestien nicht beeindrucken. Für sie schmeckt jedes Fleisch gleich. Wenn du einmal auf der Jagd warst, Jungchen,
bist du ein anderer Mensch. Hoffentlich ein besserer, aber wer weiß. Nice. Als ich Vargs jagte... Ach ja, mach doch was. Ich soll dir doch folgen, dachte ich. Aber die Karagor, diese Bastarde machen es einem schwer. Ich habe fast ein Jahr gebraucht, um sie zu verstehen. Karagor, diese Biester hassen Wasser. Einmal wollte ich auf einem durch einen Fluss reiten. Er sprang mit mir eine Klippe rauf. Unglaublich, was sie tun, um einer Wäsche zu entgehen. Die Jagd ist meine Geliebte. Schön, aufregend, mitreißend. Und sie nörgelt nicht wie meine Frau. Ja, wolltest du dich auch noch bewegen, oder? Bevor du nicht auf der Jagd warst, Jungchen. Selbst die Luft riecht anders. Nach Triumph. Kann sein, dass es buggt ist. Ja. Es ist buggt. Musst du hier hin? Nein. Musst du dorthin? Nein. Cool. Geile Sache. Kann man das? Ja. Ey, Mann. Aber der... ich wollte sagen, der erste, aber ist einer der wenigen Storybugs, die ich bisher gesehen habe. Kann ich aber gleich alles skippen, also alles gut. Jo. Hat mich nur wieder unnötig Zeit gekostet jetzt. Der Grabwandler hat den Hammer getötet? Völlig egal. Wir werden dafür sorgen, dass er vor der Macht unseres Herrschers niederschlägt. Ja. Einen eurer stärksten Hauptmänner getötet und ihr ladet mich voll, ja? Okay. Ja, ja, ja. Die Jagd selbst. Ach, ist gehst du jetzt? Bestie, oh, perfekt. Du zähmen musst. Endlich. Die erste Lektion der Karagor-Jagd: nicht sterben. Mhm. Wozu brauchen wir sie? Wir reiten auf ihnen. Sie sind gute Reittiere für unsere Jagd. Dein Rang wird die Bestien nicht beeindrucken. Für sie schmeckt jedes Fleisch gleich. Wenn du einmal nee. Auf der Jagd warst, Junge, Urukfleisch schmeckt nicht so gut. Ein anderer Mensch. Bin ich mir ganz sicher. Aber wer weiß. Vergammelt in der Grube gezüchtet. Als ich Vargs jagte, habe ich ihr Verhalten schnell erkannt. Aber die Karagor, diese Bastarde machen es einem schwer. Ich habe fast ein Jahr gebraucht, um sie zu verstehen. Aber Karagor sind Vargs in anderer Form. Karagor, diese Biester hassen Wasser. Einmal wollte ich auf einem durch einen Fluss reiten. Er sprang mit mir eine Klippe rauf. Ha, unglaublich, was sie tun, um einer Wäsche zu entgehen. Hm. Die Jagd ist meine Geliebte. Mhm, schön, mhm. Aufregend. Das ist eine Frau, Affe. Und sie nörgelt nicht wie meine Frau. Hm. Also nur deine Geliebte, okay. Du hast doch nicht gelebt, bevor du nicht auf der Jagd warst, Jungchen. Ja. Selbst die Luft riecht anders. Nach Triumph. Mhm. Waldläufer, hier rüber. Okay. Was tun? Der da drüben sieht ziemlich wild aus. Versuch gar nicht erst, dich an einen Karagor ranzuschleichen. Er riecht dich auf eine Meile. Was schlägst du dann vor? Steig doch auf und stell dich vor. Bitte um ein Tänzchen. Achso, jetzt muss ich die kontern, okay. Wenn ein Karagor angreift, hast du zwei Möglichkeiten. Erledige ihn oder frisst ihn. Ah, fuck. Es geht nur ausreichend oder kontern, ne? Ach, fuck. Ich muss mal auf die Tasten achten. Ja, wenn der Karagor blutet, also muss ich ihn angreifen. Junge, ich kann nicht immer die... meine Fresse. Affenboy, Alter, so. Ja, ich versuch's, aber er will ja nicht. Jetzt? Ja. Irgendwann haben wir's vielleicht. Jetzt vielleicht? Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Das ist... Ah, ich habe zu spät bewegt. Bin dead. Ich kann nichts machen. Also, ich weiß nicht, ob es einfach nur clunky ist oder sowas, aber ich habe jetzt viermal, während er gesprungen ist, Y gedrückt. Es ist nichts passiert. Ich habe, Der dort drüben sieht ziemlich wild aus. Ich habe, während er angegriffen hat, immer mit A, habe ich auch 2 bis 3 Mal A pro Angriff gedrückt. Absoluter Bullshit. Was schlägst du dann vor? Spreng doch auf und brauch doch ein Bra. Kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ja. So, du musst jetzt auf Entfernung gehen, Karagor, mich angreifen. Angreift, hast du zwei Möglichkeiten. Mach es jetzt. Bastard auf dich losgehen. Ja, nicht mit den Scheißangriffen, sondern den richtigen. Genau. Jetzt mach was. Standhalten, Waldläufer. Ja, wow.
Guck, das ist gigaschwer. Spring auf und wage einen Ausweg. Halt dich fest. Werde eins mit der Bestie. Kann aber nur ich, mein Sohn, das kannst du nicht. Eins mit der Bestie werden. Er geht aber drauf. So, haut er ihm gegen den Kopf? What the fuck? Er tut zwar dieselbe Animation wie ich, aber warum hat er so einen coolen? Genau so lange brauche ich auch, um einen zu zähmen. Das ist meiner. Gib mir den. 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 Hast du das gelernt, Jungchen? Ich kam vom Schwarzen Tor. Das Schwarze Tor. Ist es schön da? Klingt echt trostlos. Das ist auch richtig. Wir sind Alpha-Cargo haben. Wir ein paar Uruks. Mal sehen, ob deine gezähmte Bestie für dich kämpfen wird. Schützen sind Feiglinge. Sag. Hä, hey, was? Haben wir noch rein? Hört er mehr Uruks als Torbin, okay. Ich wette, ich erwische mehr als du, Waldläufer. Mehr als ich. Merk schon. Du legst dich gleich dazu. Nächster bitte. Ich habe die Spur verloren. Dein Glück. Siehst du, Jungchen? Da, 7 zu 3. Die Bestie kann nützlich sein. Jagst du schon lange in Norn, Zwerg? Seit vielen Jahren schon. Früher war das Land grüner. Nun geht es langsam seinem Untergang entgegen. Wie überall in Mordor. Ja, aber der Untergang macht die Jagd interessanter. So, Torben, nochmal danke für deinen Sub nochmal von vorhin. Ist mir gerade wieder eingefallen, wollte ich sagen, da war ja gerade eine Cutscene. Deswegen, danke nochmal dafür, aber weiß ja, kennst du ja. Die Orks am Boden, ihm und den Rest soll ich machen, okay. Oder, ich esse den auch. Aber danke. Ach ja, insgesamt mehr als er. Das habe ich schon. Ich lass ihm gar nichts mehr über hier. Danke. Ich wollte es zu schätzen. Hoffentlich versenkt das Feuer nicht meinen Bart. Aber das Feuer versenkt eher das Gesicht von dem Boys. Oder? Ja. Du beherrschst die Grundlagen. Suchen wir uns neue Beute. Wir suchen noch ein weiteres Lager. Das soll eine letzte Prüfung sein. Kämpfe ganz nach Belieben. Ah, gehen dir die Lektionen aus? Wann gehen dir deine Widerworte aus? Du musst schnell reagieren. Wenn wir dem Graug begegnen, kann ich dir nicht ständig helfen. Mhm. Bei der Jagd geht es um Disziplin und darum, selbst den perfekten Moment zu erkennen, statt darauf hingewiesen zu werden. Einst verfolgte ich einen großen Adler zu seinem Nest. Ich habe von ihnen abgelassen. Schon bevor sie mich auf die Felsen... Stimmt, die Adler in Mittelerde sind doch riesig. Das hat doch, in Hobbit, glaube ich, hat doch auch Gandalf Adler. So geisteskrank riesige Viecher. Oh Mann. Sag mal, hast du mich gerade von meiner Beute runtergeschlagen, du Asozialer? Von diesem Ungeziefer. Leg doch noch einen drauf, Junge. Ich versuch's, aber dein Cargo spielt hier gegen mich. Qualität über Quantität. Das stimmt nicht. Die Regel hat er eben gerade aufgestellt, dass die Quantität hier zählt. Halber Punkt? Gib dir gleich, das war nicht sauber. Ist so. Er schlagt den bärtigen Bastard. Das war grausam, doppelte Punkte. Okay. Let's go. Den werde ich aber nicht snipen. Der wird fressen sein. Junge, was redet ihr immer mit euch selbst? Leg dich hin und halt still, Junge. Oh, wenn es zu ruhig. Irgendwas stimmt da nicht. Geh zu ihm, Talion. Okay. Vielleicht sollten wir den Jäger aufspüren. Oh. Was sind für Pfade hier, Alter? Ich glaube, nur einer führt hier lang. Ich werde dich mir schmecken lassen, Zwerg! Torven braucht Hilfe. Trainiert schon den ganzen Tag. Moment! Mach hier keine Sprung-Ausschaltmanöver, Junge. Ich hab einen Karagor, ich mach was ich will. Eine ganz einfache Sache. Das ist der Jagd, damit du es weißt.
Ich hatte ihn. Was hat der Ritt auf einem Karagor mit einem Grauk zu tun? All diese Fragen, Jungchen. Ich dachte, du solltest Anweisungen befolgen. Du beanspruchst meine Geduld, Torben. Pass genau auf. Und entwickle Respekt für die Bestie. Um sich dem Grauk zu stellen, brauchst du Preis und Stärke. Denk dran, auf der Jagd verdient man sich Respekt. Weiß. Vielleicht würde ich nochmal mit meinem Herrn anreden. Okay, in der Cutscene habe ich eine Lektion gelernt. Wir machen die Musik leiser und die... Meine Hände schwitzen. Ich hab das schon so laut und die Musik ist hier. Okay, darin kannst du da nicht liegen. Dann ist es einfach nur wegen der Filmsequenz. Was so? Machen wir da nichts. Ach, warte mal, aber ich kann bestimmt... Hiervon noch nix skillen, ne? Außer, das ist neu, ne? Ja, Karagor zu kontern, das ist neu. Und jetzt können wir hier... Ich mach erstmal mehr Elbengeschosse, Fokus krieg ich sowieso wieder. Und dafür brauche ich auch nicht mehr viel. Okay. Dieser Zwerg ist weit weg von zu Hause. Nicht alle, die wandern, sind verloren. Fast alle. Dann gehen wir meinen neuen Skill lernen. Jagdkumpan. Wir sollten besser sicher gehen, dass keine Grauks darin hausen. Fuck off, Junge. Wo habe ich mein Biest denn, ne? Dass jetzt wieder auf euch losgeht? Wahrscheinlich. Torwin wird ja noch viel mehr über... Ey! Sollte das? Noch viel mehr über die Bestienjagd beibringen, bevor du bereit bist, dich dem großen weißen Grauk zu stellen. Eieiei. Ach stimmt, das ist ja nochmal ein besonderer Grauk. Ich hoffe, meine Narben erschrecken dich nicht. Nein, im Gegenteil. Ich trage selbst ein paar. Sicher? Was für Narben kann man beim Schwarzen Tor schon bekommen? Splitter? Oder hat deine Stimme gelitten, als du deine Soldaten in die Schlacht schicktest? Sei vorsichtig. Meine Narben verlaufen äußerst tief. Der mächtige Grauk hat mir die hier verpasst. Außerdem hat er meinen Jagdgefährten erwischt. Also, was nun? Eine weitere Lektion für dich, Jungchen. Vielleicht kommst du diesmal ohne Narben davon. Dieser Zwerg, ne? Ich bin voll in Ordnung. Also, welche Schwachsinnslektion planst du diesmal? Auf Krähbein schießen als Vorbereitung für den mächtigen Grauk? Du willst Grauks jagen? So sei es. Aber nicht irgendeinen. Das ist ein seltenes Exemplar. Er sucht sich ein Revier und ist stark genug, um es zu verteidigen. Und du und ich, wir sind Eindringlinge. Sag, Jungchen, hast du je einen Grauk erlegt? Heute töte ich den ersten von vielen. Jetzt sprichst du wie ein Jäger. Mein Bauch sagt mir, dass du das hier überleben könntest, Jungchen. Da dein Bauch dein größtes Körperteil ist, könntest du recht haben. Du hast doch sicher einen Plan, um den Grauk zu bezwingen. Den habe ich, Jungchen. Und da du so gut Befehle befolgst, erkläre ich ihn dir Schritt für Schritt. Erster Schritt. Wenn er an einem Uruk naht, schleich dich an die Bestie ran und bring sein Fußgelenk zum Bluten. Warum nicht die Kehle? An einer Stelle sind die Grauks nicht mit stacheligen Schuppen übersät. Eine Schwachstelle wird nicht umsonst Graukferse genannt. Ich soll mich an die Bestie heranpirschen? Wenn du es kannst, ohne zermalmt zu werden, ja. Warum haben wir den jetzt angeguckt und haben da nichts gemacht? Wollen wir jetzt warten? Achso, der greift jetzt die Uruks an. Da ist er! Was für ein prächtiges Exemplar! Das ein prächtiges Ende findet. Grauk bluten lassen, das wusste ich nicht mehr. Sehr witzig. Massiven Schaden zu und lockt Karagor an. Didn't know that. Dachte ich jetzt. Schade. Ah, what? Ach, wow. Also, das ist dieses, wann man was verliert und so, ist auch so bad gemacht in dem Game, muss ich leider sagen. Weil man immer wieder was neu starten muss und sonst sowas. Ja, dann gehe ich halt im Busch. Anscheinend kann er ja nicht riechen, der Affe.
Ich muss in die Ferse stechen, damit er blutet. Oh. Oh, what? Zweiter Schritt, Jungchen. Das Blut lockt Karagor an. Spring auf, bevor sie auf dich springen. Du bist nun so schnell wie der Grauch. Lass dich von ihm jagen. Ich erwarte dich. Das wird vielleicht ein Ritt. Achso, ich soll ihn nur besiegen. Spring auf, hat er gerade gesagt. Deswegen. Wahrscheinlich den Karagor meint er, ne? Ich glaube nicht. Oh, der lässt sich nicht stunnen. Nein. Ohne Karagor bin ich zu langsam. Nein, bist du nicht. Aber die Karagor können gerne erstmal ein bisschen reinfighten, wenn sie wollen. Ah, er kommt schon zur Hilfe. Danke dir, Bruder. Ohne Karagor bist du absolut nicht so langsam, aber ist in Ordnung. Ich lenke ihn mit meiner charmanten Art ab und du, Jungchen, schießt ihm in den Kopf. Das klingt recht einfach. Aufsetzen, Jungchen. Ich sitze doch auf. Hey, du! Ich habe schon größere Grauchs erlebt. Da war ich noch ein Junge. Und mein Bart reichte nur mit dem Kind. Schritt 3. Schieß ihm in den Kopf. Und dann kann man ihn zähmen? Oder wie? Ja. Ich habe das, genau das habe ich gerade gemacht. Muss ich jetzt, was ist los? Nochmal? Hier. Hm. Boah. Das ist echt der Meister der Jagd, der Sohn. Boah. So hat man damals schon AT-ATs zu Fall gebracht. Das ist Schritt 4. Es gibt keinen vierten Schritt. Er sollte tot sein. Was falsch gemacht haben. Ich befolge deine Befehle. Tja, das ist dein Problem. Denk selbstständig. Du hast die Fähigkeit erlernt, auf einen betäubten Grauk aufzusteigen. Näher dich an betäubende. Okay. Betäuben? Nee, der ist doch betäubt, oder nicht? Nee. Ach doch, da. Hä? Ich hab eine Idee. Was tust du da? Du kannst gleich Grauk reiten. Denkst du jetzt? Was jetzt? Ah! Was jetzt gedacht? Wie ich das kann, Junge. Ho! Oh, da sind ja ein paar Boys. Graukangriffe, ja, und zum Essen und Gesundheit. Okay, also das Klassische. Ah, oh, das wollte ich gar nicht. Reinfressen. Full life. Oh, Karagor, komm doch nicht. Was ist denn falsch mit ihm, Junge? Der hat alle wanted, seid doch ehrlich. Aua, ich brauche wieder Leben. Dank dir. Nochmal Leben. Dank dir. Nochmal Leben. Ach, schade. Aber jetzt nochmal. Schön gegenhalten hier. Einfach nur stehen und Sachen nehmen. Snacky. Togo, du musst überleben. Du bist wichtig fürs Vorhaben. Oh. Delikatesse. Oh, wow. Jetzt aber. Du auch? Oh. Oh. Dein Leben endet durch den Stich meiner Klinge. Ah, Reittiertötung. Wusste ich auch nicht, dass es geht. Tut mir leid, Sonnemann. Bisschen ungewöhnlich, einen Grauk zu reiten. Etwas Improvisation schadet nie, was? Na gut, Jungchen, das war's. Du hast Instinkt, Köpfchen, Respekt. Das Training ist vorbei. Du hast Schneid. Und jetzt machen wir uns die Hände schmutzig. Ja. Richtige Kumpels geworden? Ja. Das tun wir. Finsternis deines Mordors scheint diesem Zwerg nichts auszumachen. Die sieben Ringe der Macht haben die Zwergenkönige nicht zu Geistern verwandelt, wie es die neuen Ringe mit den Menschen taten. Sie sind unbeugsam wie Stein und können nicht durch das Böse beherrscht werden.
Deshalb schwor Sauron, sie zu vernichten. Wusste ich gar nicht. Zwerge können nicht beherrscht werden. Oder ist es einfach nur, sagt er das einfach nur? Töte einen Schatten, Karagor. Where the fuck do I find some of these? Huh. Das sind diese Weißen, soweit ich weiß, diese Alpha-Karagor-Tiere da, aber... Ich weiß nicht, wo ich so einen finde. Müssen wir gleich mal gucken. Lass mal hier hin. Ich erstmal pinkeln. Oh, sorry, bin gegen das Mikro gekommen. Sofort wieder. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich persönlich habe gerade Schluck aufbekommen. Mann. Schluck auf. Alle mal mit ihrem Luft anhalten, was trinken oder sowas. Nee. Oh, Mann. Grumbok hat ihn nur kurz gesehen und ist schreiend. Was? 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 Oh, wieder. Sag ich doch, ich hab Futter. Vielen Dank, Waldläufer. Ah, ich würde sagen, eigentlich außenrum, weil jetzt Picargo hier sind, aber. Der passt schon. Die wollen mich nicht. Die wissen, ich bin Meister der Jagd. Für den Fall, dass der Grabwandler plötzlich vor mir auftaucht. An der Küste, sagst du? Also hier? Können wir erstmal gucken. Hast du nachgeguckt, ja? Wahrscheinlich dann. Ja, dann müsste ich hier mal einmal die Küste lang, oder? Und gucken. Da hinten irgendwas? Ich glaube, hab ich mich verguckt. Mal sehen. Ich hätte nur gerne einen normalen Karagor erstmal, damit ich hier herumreiten kann, aber. Hier gibt's nichts. Muss ich den nur töten oder zähmen? Warte mal. Töten. Ein paar alte Felsen. Weiß nicht, was manchen Orks hier solche Angst einjagt. Was ist er da? Normaler. Dann können wir uns erstmal holen. Mit einem sollen wir auch immer zwei Normale dabei sein, okay. So eine kleine Group of People, ja? So. Du, mach mal Action. Brauchen sie. Wenn du ein reitest, folgen die anderen Cargo-Robot auch. Okay. Ey, Mann. Mal gucken. Die Küste geht ja noch bis hier unten. Ja, dann kann ich einmal die ganze Küste eigentlich lang reiten und gucken. Hier scheint nichts zu sein. Müsste ja eh eine wilde Gruppe sein, die rumläuft, ne? Zieht ihn herunter und tötet das Biest! Warte, ich rieche etwas. Ja, meint ja, das ist ja wie so ein Alpha-Karagor für die, ne? Soweit ich weiß. Obwohl, hier hinter ist dann keine Küste mehr, ne? Ne, hier ist dann nur noch mehr Brand. Ja, dann, I don't know. Müsste man wohl ab und zu mal gucken. An die Pinster anscheinend kein. Ich weiß halt auch nicht, ob die in Cages sind oder sowas, dass ich befreien muss. Ich werde schon einen sehen irgendwann. Er hat seinen Kopf gleich vor mir platzen lassen. Ungefähr so, so haben wir das gemacht, hä? Dachte mir. Ja, da ist einer. Ja, normaler. Maler. Okay. Lassen wir die Jungs erstmal spielen. Boah, Junge. Schluck auf, super anstrengend. Die haben alle Angst vor mir anscheinend. Da hinten, oder? War das einer? Ja, it is. Alter, ordentlich was aus, der Junge. Was weg. So, ja, ein Anführerboy hier. Mit Pfeilen zerpricken, Junge. Ah, sind wirklich wieder zwei dabei, stimmt. Jupp.
Komm, jump me. Oh ja. Oder auch nicht. Geil. Oh. Schnell, der Quest. Oh, warte mal, was ist denn das nächste eigentlich? Wo sehe ich das hier? Ghoul-Matrone. Ghoul-Matronen selber finden, da bin ich ja mal gespannt. Okay. Da muss ich sehen, wie ich die finde. Oh, auch ein Schattenboy. Sind die auch so zu zähmen? Wahrscheinlich, oder? Ja, dann los. Dann soll er mich richtig anspringen. Ja, ich hab's versucht. Ja, da habe ich leider gerade geblockt, aber... Los. Dann geh mal auf mich los. Geht doch. Hätte ihn aber genauso zu zähmen, okay. Und rein. Ach, hier ein kleinerer Circle, damit es schwerer ist. So kurz es auch sein mag. Kennst sicher den Weg? Die wahre Frage ist, bist du bereit, ihn zu gehen? Was auf der Jagd auch passiert, frage dich, was würde Thorwin tun? Nimm es dir am besten gleich als Lektion fürs Leben zu Herzen. Ich hoffe, die Lektionen bleiben hängen. Sonst hängst du an der Wand. Wenn dich der mächtige Grauk erwischt. Ich bin bereit, gegen den Grauk zu kämpfen. Und genau das wirst du tun. Kämpfen. Ohne Kunst. Ohne Finesse. Bei der Jagd geht es nicht ums bloße Kämpfen. Sie ist etwas viel Größeres. Aus deiner Perspektive, Zwerg, ist alles größer. Ja, dieser Grauk ist äußerst groß. Oh, Moment. Du verspottest mich. Grauks sind eine der ältesten Spezies in Mordor. Und die bei weitem tödlichste. Na, die letzte ich bin nicht sicher. Mit dem Grauk ist lange her. Glaube. Hoffen wir, dass die Zeit an ihm mehr Spuren hinterlassen hat als an mir. Ich glaube, ein Balrog ist ein bisschen gefährlicher. Wir verfolgten einmal einen Grauk vom Berg Dolmet nach Nogrod. Wir erlegten ihn endlich und steckten zwei. Und Balrogs gab es ja früher mehrere, wurde gesagt. Das waren noch Zeiten. Halt mythischen Bestien. Bei unserer letzten Begegnung folgte ich mit meinem Partner der Bestie in seine Höhle. Wie bist du entkommen? Glück! Der Grauk schlug mich bewusstlos. Als ich erwachte, hatte er meinen Partner erledigt. Allein gegen die Bestie zu kämpfen, war sein Todesurteil. Er wurde nicht gefressen. Ich jage diesen Grauk schon seit fast einem Jahrzehnt. Das sind viele Jahre Hingabe für eine Bestie. Ja, dann Hingabe? Ende jetzt. Oder ein Zeichen, dass du besser redest, als du jagst. Sehr witzig, Jungchen. Ich lache, wenn dich die Bestien lebendig auffressen. Der mächtige Grauk wird mein Vermächtnis. Zwerge werden ewig Geschichten von Thorwin dem Jäger erzählen. Und deinen Namen lasse ich sie vielleicht auch erwähnen. Danke. Der sieht, glaube ich, auch cool aus. Gucken. Oh. Mein Karagor ist so ruhig. Ich glaube nicht, dass der Grauk zu Hause ist. Dann gehen wir rein und warten. Ein Hinterhalt. Wie militärisch. Ah. Gefällt mir. Der kleine Scheiße. Muss ich mal bei Nacht in ein paar Höhlen gehen für die Ghoul-Matrone wahrscheinlich. Hab ja schon mal in einer freien Wildbahn gesehen. Mit seiner Einhandaxt, die er mit zwei Händen nimmt. Ist er das? Das ist eine Axt. Mein Partner, oder? Sie ist noch genauso scharf, wie mein Vater sie schmiedete. Von ihm, also. Ach, den Meißel. Ja, wollte ich gerade sagen, es war ja der. Aschnas Trakatuluk. Aschnas Trakatuluk.
Er hat also den Ring geschaffen. Er hat den Untergang herbeigeleitet. Oh. Opferboy. Ist gefallen. Geschichte wiederholt sich. Tun wir einfach, was Torvin sagt. Regel Nummer 1. Oh, den können wir. Ach, egal, wir probieren. Also nichts dann. Oh, he pretty fast, dude. Ich kann nicht ausweichen. He too fast. Jetzt. Ein Hit immer nur. Oh, wow. Ich mach gar keinen Damage. Ein Schädeltreffer wird ihn verwirren. Okay. Das heißt. Um ihn zu verwirren, weiche ich ihm dann aus. Okay. Dann? Von vorne ran, oder? Da, warte mal, da. Aha. Gotcha, bitch. Da war eine Waffe. He does. Oder? Schieße Ghoul aus der Klaue. Ach, um ihn, damit er healt. Okay. Hm. Ja, greife auch mal so, dass ich was sehen kann. Ich kann nichts sehen. Mann. Hinter diesen alle. Jetzt mach was. Digga, du sollst Ghoul fressen. Kopf oder Hand? Nein, er hat's noch geschafft, ne? Ja. Ist egal, ne? Voll auf Plan, okay. Oh. Er hat's nicht gemacht, aber ist egal. Hä? Wer war an? Ah, jetzt. Ne, auch nicht jetzt. Hopp. Komm schon. Ja. Run at me, fucker. Okay, okay. Okay. Gotcha, bitch. Oh, jetzt muss ich ja die Ghoul aufhalten. Muss er sich jetzt halt healen. Ich habe keine Elbengeschosse gleich mehr. Obwohl, naja, Geschosse habe ich noch, aber... Bitte keine Matrone. Hast du keinen gekriegt? Jetzt schon. Lassen Sie das. Genau, rotzt ihn schön voll. Daneben. Oh, doch einen gekriegt? Ja, ist den auf. Are you sour, sir? Do you wanna run at me, sir? What? Warum da? Ins Maul. Oh. Let's go.
Da ist er. Ach, die alte Taktik. Junge, als wenn der einen Grauk ziehen kann. Wohl tot. Das nenne ich mal eine Graukjagd. Ja, in der Tat. Nächstes Mal lasse ich dir nicht den ganzen Spaß. Oh nein, nein, das war das letzte Mal. Ich habe meine eigene Beute zu erlegen. Also wenn du Hilfe auf deiner Reise brauchst, was denkst du? Nein, danke, Torvin. Doch dies muss ich allein tun. Nun, falls du überlebst... Such mich bei den blauen Bergen auf. Ich habe viele Freunde dort. Wir werden trinken, bis uns der Grog ausgeht. Ich weiß, wie viel Zwerge vertragen können. Ich hoffe sehr, dass wir uns wiedersehen. Warte. Wie bekomme ich dich jetzt hier raus? Eins in zerlegen, Junge. Was hat er denn gedacht? Wieder mit seiner Kette da rumziehen? Leben hier erfordert Opfer. Glaube nicht. Wir schützen Gondor. In diesem Ödland sichern wir das Wohl. Okay. Mal sehen, was jetzt kommt. Das waren, glaube ich, die Jagdmissionen mit ihm, ne? Da habe ich jetzt Graukzähmen, glaube ich, auch gelernt. Mal gucken gleich. Guck mal, was zu essen in den Ofen. Ja, ja. Ich hole mir dann auch noch mal Mittagessen, bevor wir loslegen. Lädt er denn jetzt so lange? Please don't buck around, okay? Please don't. Geht doch. Ich hoffe, Torvin kann nach Hause zurückkehren, jetzt da die Jagd vorüber ist. Wenn er zurückkehrt, wird er sein Zuhause nicht so vorfinden, wie er es zurückgelassen hat. Ach, sag bloß. Hey, ich habe jetzt doch noch eine Durchlegenähe? Ach ne, eigentlich noch nicht machen kann, ne? Ja. Okay. Ich würde am liebsten jetzt die Ghoul-Matrone mal suchen. Da ist eine Höhle. Würde ich sagen, markieren wir uns den Hasen einfach. Gehen da hin. Das ist ein Zeitversprechen, dass Nacht ist. Und dann können wir weitersehen. Das ist mir egal. So. Ne, sind keine neuen Aufträge verfügbar. Nur weil irgendwer Neues dazugekommen ist. Bruna. Macht euch keine Sorgen, ihr Mann. Dem Grabwandler seid ihr egal. Durch, durch. Ich blute! Flehe und holt euch diesen Sklaven! Hey! So langsam. Ist die Jungs in Ruhe? Ich komm nicht mal ran. Tschüss. Ich danke dir. Ja, noch. Ach, die Höhle. Ja, ja. Guck, ob ich da eine finde. Wäre natürlich schön. Jule. Und tot. Jule, Jule, ja. Gibt's noch mehr von euch? Ich muss euch so oder so töten, dass ihr kommt, ne? Und ihr hauen, Junge? Lass es. Weiter drin? Jule, Poseidon. Need some cool boys around this town. Wie oft einfach kein Sound ist. Mir mal aufgefallen. Weiter hinten drin? Braucht doch nur eure Matrona. Ne? Nothing around town, okay.
Vielleicht ist auch nur ein Prozentteil, den du treffen kannst, dass eine Ghoul-Matrone kommt. Ich weiß es nicht. Ja, dann würde ich sagen, machen wir die Quest da noch. Gucken dann nochmal ein bisschen nach einer Matrone. Und dann war es das erstmal. Dann war es das erstmal. Und wir Cargo. Okay. Ich weiß nicht, wie man eine Matrone sonst vorlockt, oder eine Matrone. Doch, ich wollte bei Verbesserung nochmal gucken. Habe ich noch nicht ganz. Und hier kann ich jetzt das letzte scannen. Ja, sofort auf einem Grauk oder Karagor geht's jetzt. Sehr schön. Haben wir die Jagdquests alle und das hier kriege ich jetzt wahrscheinlich dann nach den nächsten Quests. So, Königin des Meeres, ja. Ja, ja, ja. Danach kriege ich das wahrscheinlich. Hier. Danke. Ich hab den Mithrilama. Können eure Flammen mir nun zeigen, was meiner Seele den Tod verwehrt? Komplett am Arsch. Wieder schwarz. Du bist das Opfer eines Blutrituals. Kann der Fluch gebrochen werden? Zerstöre die schwarze Hand und sein Gefolge und ergreife Mordor. Die Männer Gondors werden mir nicht helfen. Du brauchst sie nicht. Deine Macht verschafft dir Anhänger, ob willens oder nicht. Eine Ork-Armee. Was muss ich dafür tun? Deine Antwort wartet in der Festung, doch was du suchst, wird nicht mehr lange dort verweilen. Ihre Augen ändern sich immer alle 2 Sekunden. Okay, also will sie mir jetzt zeigen, wie ich Orks übernehme. Zumindest Celebrimbor weiß er ja anscheinend schon von. Marvin hielt uns zur Eile an. Die Zukunft muss fortbestehen. Mhm. We can do that. Um entdeckt zu werden. Wird jetzt nicht so schwer, wenn ich hier an der Seite laufe, wo eh keiner ist. Der Gruppe entgehen wir mal. Oh. Hoch, 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 hoch. Hoch! Hoch! Uiuiui. Du kannst überall klettern und dann kommen wir zu so einem Part und dann kannst du auf einmal nicht mehr klettern. Ja, dann geht's ja anscheinend doch nicht lang. Mal ein paar Steine ihn auf einmal jetzt davon abhalten, hier ein bisschen rüber zu klettern. Gucken. Und Stein zum Sprinten, Junge. All die anderen Uruks und verpasse immer die Hinrichtungen. Irgendjemand muss ja Patrouille laufen. Komm schon. You got that? He got that. Sie haben keinen Wert. Nur das, was sie tragen. Ich werde sie dennoch befreien. Du lässt dich von deinen Gefühlen blenden. Nee, ich will einfach nur Menschen retten. Wo ist das scheiß Problem? Die Königin sagte, der Schlüssel zu unserer Ork-Armee befände sich in dieser Festung. Wenn wir die Schützen brandmarken, können wir unsere Armee errichten und zugleich diese Menschen retten.
Okay, Schleichbrandmarken geht also auch. Kampfbrandmarken kennen wir und Brandmarken so können wir jetzt auch nutzen. Okay. Das heißt. Einmal hoch. Und ich branden, mein Sohn. You are mine. Folge meinem Willen. Zu euren Diensten, ihr Inneres nach außen drehen. Andere da unten. Tötet mich! Doch die Dunkelheit wird niemals über Mittelerde herrschen. Oh. Schleicht hier jemand herum? Maybe, maybe not. Sind unsere Invasoren. Die Menschen. Du wurdest geschaffen, um dich zu unterwerfen. Richtig. Du sagst es, Kederbrimbo, du sagst es. Los, wir holen sie uns zurück und nehmen ihre Leben gleich mit. Die greifen, glaube ich, nicht an, solange ich nicht angreife, ne? Blick in das Licht meines Auges. Blick in die blauen Flammen, die dich retten werden. Der Kopf, der Bauch, wo wollen wir sie? Hab ich da gerade etwas gehört? Worüber? Gelobt sei Marvin, Königin des Meeres! Denk daran, warum wir hergekommen. Ein Anblick wird deinen sterblichen Willen durchdringen. So. Aber nur der Wind. Putz dir die Ohren! Du hörst schon Stimmen. Seht euch diese Menschen an, die nur hier sind, um uns zu töten. Lass dich von silbernen Händen geleiten. Das Zeitalter der Menschen ist vorüber! Ich schau nur eben, dass das auch geht, aber das muss ich wahrscheinlich erst skillen, ne? Ist ja eigentlich scheißegal. Weg mit dir, ich hab noch zwei. Narben. Blick in die Flamme und lass dich zu deiner Erlösung leiten. Zum Aktivieren, naja. Let's go! Wer Blut sehen will, der ist heute an den richtigen Ort gekommen. Hast du das gehört? So. Was gibt's hier? Hm? Bro. Überwältigt ihn! Ich werde gerade Kampfbrand machen, oder sowas? Bro? Dann nicht, du hast es nicht verdient. Ist einfach so. You are mine. Die Überläufer. Mal schauen, was ich mir zu tun habe. Oh. Sunny, honey. Es geht ab. Vielen, vielen Dank für deinen Raid. Vielen, vielen Dank. Gotcha! Er ist abgehauen. Was sonst? So, sonst noch irgendwas hier? Hm? Danke für den Follow. Wer wie Wolf. Danke für den Follow, Sunny Honey. Schick die Frau von der Küste. Es geht ab, wo kommt ihr her? Was habt ihr gemacht? Schönen Stream gehabt? Ich hoffe doch. Ich nenne dich jetzt einfach mal Senpai. Danke für die 100 Bits. Oder Envy? Envy? Ich glaube Envy. Envy könnten wir auch sagen, oder? Envy, danke für die Bits. Vielen, vielen Dank. Um da habe ich das verdient. Envy ist auch sein Name, okay. Dachte mir schon bei XXMV, XX Senpai. Das ist Envy der geile Dude. Oh. Na, Killebrimbo konnte ja mal absolut was. Er hat mich als Raid vorgeschlagen. Ehrenmann. Vielen, vielen Dank dafür. Was geht? Warum? Womit habe ich das verdient? Was ist los? Sauron. Sein alter Kumpel. Ergreifende Cutscene sehen und Entschuldigung, ich rede nicht so viel dabei.
Frau und Kind natürlich. Ist auch gegen ihn gekämpft. Meine Güte. Was geht jetzt ab? Ah. Hey, was war das? Landmarke, die Schütze. Ach, das hatte ich schon. Stimmt. So, jetzt wird geprügelt, Boys. Wird geprügelt, Junge. Aufhören damit. Brauch noch ein paar mehr Kombo-Punkte, damit das hier knallt. Du gehst mir. Hey, es war meine Arbeit. Du auch. Der ist mein. Seh nix. Ich seh doch nix. Ich seh doch nix. Kameraführung bitte einmal auf meiner Seite sein, okay? Das wäre sehr höflich. Ich habe genug auf meiner Seite. Lebt ja keiner mehr von denen gleich. Du bist tot. Wollt ihr ihn vielleicht auch prügeln? Hm? Habt ihr da Bock drauf? Wollt ihr zugucken? Wollt ihr zugucken? Okay. Respect the 1v1 haben die gesagt, aber dann hat er eine gesagt, nee, komm. Mein Cousin will ich da auch nochmal aufschlitzen. Also ich bin dann mal weg. Jo, wie gesagt, nochmal vielen Dank für dein Raid und viel Spaß, je nachdem, was du jetzt machst. Ach, Frühschicht ruft. Ja, das ist natürlich nicht so geil. Einen schönen Stream noch. Vielen, vielen Dank. Und dir natürlich auch. Und nochmal, wie gesagt, danke für den Raid. Wäre schön, wenn du auch mal ab und zu vorbeischaust. Warum nicht? Uruks zu töten ist schon schwer genug. Doch sie zu Gefolgsmännern zu machen, ist eine andere Sache. Es ist eine Gabe. Wir können die Waffen des Gegners gegen ihn verwenden. Ist korrekt, verdammt. Das ist nochmal... Verdammt nochmal. Aber jetzt haben wir die Dolchlegenden noch, ne? Dann war 21:34. Okay. Um 22 Uhr switche ich zu For Honor, falls es jemand kennt oder mag oder nicht mag. Aber ich switche dahin. Damit es dann ungefähr die 3 Stunden von dem Game hier. Ich mache immer so 3 Stunden Singleplayer am Tag. Und für alle jetzt, die neu sind. Und danach kommt jedes Mal ein Multiplayer-Game, das ich dann mit Kumpels oder Koop oder so weiter. Koop-Games gibt es auch noch, die ich dann spiele. Und derzeit ist es halt For Honor, eventuell ab und zu nochmal ein bisschen Guild Wars 2 und halt Mordor als Singleplayer-Game. Ich bin aber diese Woche leider nicht täglich online, also nicht wundern, sonst bin ich eigentlich jeden Tag oder jeden zweiten Tag da, für jeden, den es interessiert. So, unter den Dienern des dunklen Herrschers verbreitete sich Argwohn und Furcht. Es bedurfte stets raffinierterer Methoden, um Verrat zu sehen und seine Feinde zu vernichten. Okay, 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 okay. Und ich habe auch ein Video schon auf meinem Main-Channel, der jetzt vor kurzem online gegangen ist, hochgeladen. Das erste Video ist über Hunt Showdown, wen es interessiert. Kann man Ausrufezeichen YouTube eingeben oder einfach auf meine Links unterm Stream klicken. Könnt ihr das Video sehen, wenn ihr mögt. Und wenn nicht, ich habe auch noch einen VOD-Channel, falls ihr Spiele sehen wollt, die ich vielleicht schon mal gespielt habe, wie Assassin's Creed-Teile, Splinter Cell etc. Da habe ich einen YouTube-Channel, wo jede VOD von mir hochgeladen wird, von Singleplayer-Games und Koop-Games. Aber keinen Multiplayer-Partien. Also nicht sowas wie For Honor, Battlefield etc. Sowas nicht. Ach fuck, töte niemanden bis zur Überfall beginnt. Habe ich jetzt gelesen. Ist aber nicht schlimm. Der ist not that schlimm. Ich hab schon genug Punkte. Ich hab auch direkt aus Versehen diese Hinrichtung. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Lass gleich wieder hochgehen, Junge. In den Himmel. So. Leiche und Brandmarke, die schützen, ohne dabei entdeckt zu werden. Das können wir versuchen. Aber versprechen kann ich es nicht. Es gibt keine bessere Art, Dampf abzulassen. Fangen wir doch hier an. Leichhäute mit einem stumpfen Schwert aufzureißen. Du kannst sie aber nicht zu sehr verletzen, sonst sind sie zu nichts mehr zu gebrauchen. Ist ja witzig, Junge. So. Jetzt aber, ja? Wissen, wie man's macht. Sie brauchen keinen Schild, um sich dahinter zu verstecken. Nee. Die brauchen nur einen Spitzen. Ich glaube, die erkennen auch nicht, dass die gegen die sind, bis die kämpfen, ne? Soweit meine Infos reichen. Wir müssen, glaube ich, den da oben erst holen. Guckt er mich schief an.
Wollen wir nicht. All diese Bleichhäute verpesten die Luftfestung, Mann. Das ist gar nicht mal so übel. Das sind so viele, dass es denen nicht mal auffallen würde, wenn ein oder zwei fehlen. Wenn die mal Moin. Foltern ist. Dennoch. Alle 7 Schützen, okay. Wait a minute. Who are you? Hey, erzähl uns doch nochmal, wie du diesen Waldläufer getötet hast. Okay. Halt endlich die Klappe. Spaß gönn ich dir nicht, wenn du ihn getötet hast. Den Spaß gönn ich dir nicht. Wie hat er doch erst gestern einen Ruf-Uruks getötet? Weil er ein Geist ist. Du tötest ihn und er kommt zurück. Ah. Das wirst du schon mal sehen. Ja, das stimmt. Hat er actually recht, hat einer mal seine Hausaufgaben gemacht. Das ist hier ein Überfall! Überfall! Das einzige, was noch übrig ist, ist eine Kiste voll verrotteter Fische. Keiner, ne? Nee. Easy. So. Und jetzt töten wir den Boy hier noch. Es waren bloß Sklaven, die mit den Füßen... Die reden sogar noch miteinander. Ruhe. Die Gebandmarken Uruks angreifen verlassen, okay. Sammelt euch erstmal hier. Wo warst du vorhin? Auf der Jagd! Kämpfe für mich! Ich habe etwas gesehen. Spüre meine Klinge! Ihr guckt in die falsche Richtung, Jungs. Hab ich mir wohl nur eingebildet. Ja, guck den richtige. Oh! Boots. Oh, das ging ja doch ganz easy. Hätte ich ja doch extra Punkte easy holen können. Aber brauchen wir nicht. Wir sind reiches Shit, Mann. Aber wir haben auch gleich alle Verbesserungen, glaube ich schon, ne? Ja, wir haben alle Verbesserungen. Easy Game. Deswegen brauche ich auch keine Punkte mehr. So. Was skillen können wir noch nicht? Nö, da fehlt noch wie viel Macht? 6, das ist gar nicht so wenig. Diese Ausgestoßenen, die kommen nicht mehr, die Aufträge. Kann ich die nicht fertig machen? Pretty anstrengend. So. Machen wir noch die Dolchlegende, dann hole ich einmal mein Essen, dann werden wir ganz kurz mal, keine Ahnung, irgendwelche... Ach da, endlich. Ein paar Reactions oder sowas von irgendwem mal angucken. Vielleicht ein, zwei Gameplays. Guck mal gleich, was gerade so YouTube zu bieten hat. Dann werden wir erstmal eine kleine Essenspause machen und dann geht's los mit For Honor Vierer Team, so wie ich gehört habe. Echt Bock drauf. So, du läufst weg hier. Genau. Und schon haben wir den auf. Standhaft. Wo ist er? Da oben. Ich geh nochmal weiter, ob ich hier vielleicht noch einen. Es gab noch einen anderen Gefangenen. Er hat die Wachen abgelenkt, als wir geflohen sind. Jojo. Das interessiert niemanden, ne? Merken Sie das? Ich danke Ihnen, ne? Ich will auch eine Ghoul-Matrone eigentlich jetzt langsam mal holen. Aber where is she? Ich treffe ja nochmal aus Versehen. Warum sind so viele Sounds weg? Man hört keine Laufsounds mehr. Vorhin, seitdem einmal der Soundbug war, ist die ganze Zeit irgendwie nicht mehr alles zu hören. Weil Schritte müsste man ja obviously jetzt eigentlich hören können. But nay. But fucking nay. Lass ihn mir in Frieden, Karagor. Mit dem ein komplettes Monster ist. Dann, Gule. Aber sind die Matronen nicht nur in den Gräbern und so? Ja. Hier kommt auf jeden Fall nichts. Oder muss ich die fliehen lassen, damit die Verstärkung holen oder sowas? Keine Ahnung, mache ich mal nächstes Mal. Jetzt schon wieder los hier. Unter mir? Ja, dann kannst du nicht mal klettern, Junge. So. Was Sklaven raus. Schleiche und Brandmarke Uruks. Das ist schon der erste Anwärter hier. Na, Bent. Nein, ihr habt das nicht gesehen. Tut doch gar nicht erst so. Genau. Schleicht hier jemand herum? Guck mal, ob das klappt. Ich sollte weniger Grog trinken. Ne, der hat's gesehen, aber ist eigentlich nicht schlimm. Was ist der Waldläufer? Blut sieht aus. Mehr Blut. Weil der jetzt auch eine Brandmarkung kriegt und wir sind trotzdem fertig. Oder? Ah ne, die müssen mit Schleichbrandmarkung, lese ich gerade. Ja, das ist auch kein Ding. Machen wir.
Für ihn treten will. Wenn er zurückkommt. Genau, bringst ihn halt um, ne? So ist es. Ich will nur, dass es vorbei ist. Ja, dann lauf. Hilf mir. Gas. Oh, oh, Kamera. Kamera war sie nicht sicher. Wir können unsere Freunde nicht alleine retten. Hilfst du uns? Ungern, muss ich sagen. Da war doch ein Geräusch. Genau, aber gehst du jetzt innen oder außen lang? That's the question. Das ist jetzt natürlich richtig perfekt. Beide genau nebeneinander. Diese dummen Tags haben Angst vor der Dunkelheit. Moins. Moins. Niedere aber Gestalten. Nur eine Ziege im Gestrüpp. Mhm. Wiederkommt, töten wir es. Ah, du da hinten, siehst du es? Ist eigentlich egal, ich hab alle, ne? Ja. Schleicht da jemand um? Nope. Vielleicht niemand umher. Kein sehr guter Plan, Made. Deine Freunde sind entkommen, doch. Ja, dann lass uns doch mal ein bisschen metzeln hier, wa? Reingehen! So, du, hast du Bock? Noch mehr Fragen, oder? Folge meinem Willen. Aktiviert. Ja, manche Sounds fehlen einfach. Naja, dann wird's nächste Mal nicht so sein. Spiel ja nicht mehr so lange, also alles gut. Du hörst auf. Oh, entschuldigen Sie. Ich wollte nochmal ganz kurz den Jungen hier losschneiden. War das schon mal fertig haben. Ach, konnte ich noch nicht kontern. Andere, die dich brauchen. Bitte finde sie. So. Jetzt gleich wieder hochgehen, Junge. Richtig. Gut erfasst. Jackson. Moins. Ist schon einer gestorben von euch? Eins, zwei, drei. Zwei sogar, ne? Das ist frech. Nee. Drei. Ich habe ja noch einen gerade bezürzt. Und weg. Ein Spaziergang hier, meine Güte. So, dich stechen wir ab, damit wir mit alles sehen. Du sagst hier gar keinen Bescheid? Du denn guckst mir nicht so schief an? Okay. We got it. Waldläufer. Ja, noch ein bisschen lauter vielleicht, damit die anderen auch mitkriegen. Das wäre super. Waldläufer, hast du sie gesehen? Haben die anderen es geschafft? Na sicher. Ich will zurück und nachsehen, ob ich noch weiteren helfen kann. Gotcha, bitch. So. Machen wir die letzte Durchlegende und dann geht's essen. Zumindest holen wir das Essen. Muss nur kurz warm machen, also. Es ist schon gemacht. Keine Angst. Ghule. Das ist ja keine Ghul-Matrona. Versuch den Ghul mal zu helfen. Warum kann ich hier nichts angreifen? Schlägt die Gäste daneben. Ein Guin, helf mir. Komm allein nicht klar, die Jungs. So. Gucken wir mal, ob die irgendwann weglaufen wollen. Wahrscheinlich. Echt nicht? Oh fuck, jetzt wollte er gerade. Schade, ich dachte nicht, dass der Letzte nur will. So, so. Ruhe hier und Ruhe dort. Okay. Wer bist du? Ich hab dich gesucht. Ich brauche etwas Feineres zum Foltern. Dann let's go, Brudi. Oh, kannst du nicht verhindern den Hit? Hm. That's fucking schade. So, mal gucken, ob du Kampfmeister bist. Nope. Das ist ja lächerlich dann. Ich bin schwach. So süß. Hast du die Lektion schon wieder vergessen? So, du bist mein Erster. Ach fuck, ich kann den Brandmarken, stimmt. Freigeben. Todesdrohung. Das Freigeben einfach nur. Ach, beherrscht. Okay. Perfekt. So. Holen wir uns erstmal ein paar Dudes einfach, wenn die mich angreifen. Muss ja nicht jeden umbringen. Hilft vielleicht auch, wenn ich mal einen habe.
Ich weiß gar nicht, ist das hier noch so krass oder war das hier schon so krass, dass die einen hintergehen können? Glaube nicht, ne? Glaube nicht. Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das war im zweiten. In Shadow of War. Oh, noch eine Mission. Dann haben wir schon 21 von 24. Los. Ey, wenn ich noch zwei Missions finde, du. Ne, die letzte vielleicht noch. Machen wir das heute noch fertig. Mal so. Mal sehen. Coole. Hi. Lull. Eben gerade wieder kein Schlagsound gewesen. Noch ein paar gute hier, ja? Hat den Sklaventreiber angegriffen. Wenn sie ihn nicht getötet haben, wird das... Okay, die wollen abhauen anscheinend. Ja, eure Gruppe muss auch mal abhauen. Dank, Fremder. Ne? Ah, doch. Okay. Wo holen jetzt neue Boys oder was passiert jetzt hier? Weiß ich mir nicht. Scheint nicht. Wo ist das schon wieder? Da unten. Wird doch nicht so weit weg. Ja, okay, dann kommen neue. Wenn ich die weglasse anscheinend. Also werde ich jetzt wieder ein paar schnetzeln. Ich glaube, so triggert man die bestimmt. Du lässt die Kacke hier. Ich rede gerade mit den Ghoulen. Was ist denn dein Problem? Das ist korrekt. Das bin ich. Und die Horn ab. Ihr noch nicht? Wollt ihr auch noch ein bisschen was? Hier. Der letzte kann aber abhauen. Weg mit euch. Geht in eure Löcher, los. Ein Befehl. Hört eure Mutter. Einen Augenblick war der Mensch hier. Ihr sollt eure Mutter holen. Aha. Da ist ja eine Mutter. So, jetzt könnt ihr alle sterben. Boah. Ja, okay. Die wollte ich offensichtlich nicht angreifen. Lass es, Junge! Oh, jetzt läuft da wieder einer vor. Meine Fresse. Geh doch mal. Bisschen zur Seite. Oh, ich will dich nur tot sehen. Oh, Junge. Hältst ja ganz schön was aus. So. Ich hab geblockt. Bevor. Durchziehen. Und weg. Und weg. Kann ich über dich drüber springen? Oh, es geht. Ach, aber sie kriegt dann nicht so einen Stagger. Das hätte ich auf die Ghoul-Matrone machen sollen. Die hält gut was aus. Bleib unten, Junge. Oh, ich kann die gar nicht so... Hä? Wenn die Sternchen drüber sind, heißt es doch, dass sie betäubt auf dem Boden sind. Warum kann ich ja nichts machen? Junge, was will denn diese Matrone von mir? Hier sind 100 Uruks. Es reicht. Geh aus dem Weg. Für dich halt alle Uruks, mir egal. Wenn keiner mal nach den Regeln spielen... Willst du mich verarschen? Ach, da ist ein... Da ist ein Hauptmann. Ich muss gerade überlegen, was ich mache. Jetzt erstmal. Cool. Hast Kohle. Oh nein, der hat Gift auf seiner Klinge, ne? Töte das Scheißding, meine Fresse. Nerv mich nicht. Ah, keine Indikatoren, keine Warnung. Keine Chance hat man bei ihm, das ist cool. Den will ich haben, den hole ich mir als nächstes. Zeit, den Preis für deinen Kopf abzuholen. Das ist ja ziemlich peinlich, muss ich sagen. Das erinnert mich ja direkt an vorne, aber. keine Markierung, keine. Wie kann es sein, dass du über die Gedanken ich hab's gesehen, ich hab's gesagt, ich mache es. Ich mache es. Ich hab's doch gesagt. Eine Art gegeißelte Nachahmung der Elben erschuf. Stellte er sicher, dass sie sich durch Angst kontrollieren. Ach, warte mal, war noch eine Jagdquest jetzt? Ich habe ja die Matrone jetzt gemacht. Einen gehörnten Grauk. Oh, wie finde ich den Hasen denn? Ich nutze nur, was er geschaffen hat. Oh! Ja, den kenne ich. Ich rieche schon die Sonne. Was? Bist du Kampfmeister? Ja, du bist Rumwerfer auf jeden Fall. Nee, du bist kein Kampfmeister. Oder? Nö. Ja, aber das ist ein fucking easy game mit dir, mein Sohn. So,
Willst du von Sklaven getreten werden? Besser wär's. So, dann machen wir's mal so. Einige von uns sind zurückgekehrt, um Rüstungen zu stehlen. Sie können nicht weit gekommen sein. Verpiss ich. So. Stimmt, es gibt auch welche, die man, glaube ich, nicht gar nicht bezürzen kann, oder? War das so? Die irgendwie standhaft oder so haben? Weiß nicht, wie es heißt. Ich glaube. Einer, der auf alle aufpasst. Hm. Ist ja doof. Das ist ja doof jetzt, ne? Das ist ja doof. Oh, das ist ja doof jetzt. Oh. So. Dann können wir eigentlich noch die beiden Ausreißer-Quests hier machen. Ja, dann wird's ein paar Minütchen später, aber ich krieg heute einen Curry mit Reis. Also, es ist sehr nice, schon mal zu essen. Dann kann ich den Rest nämlich auch schon essen, wenn wir uns alle zusammenfinden. Also, EZ-Spiel. Wie man hier so sagt. Bei Easy Game hört sich zu leichter. Vorsicht! Vielleicht Vorsicht. Was war das denn auf einmal? So. Okay. Was mit einer Urrüstung stand da gerade? Was war denn das für eine Story? Lass sie nicht treffen. Achso, ja, okay. I can do that. I can try that auf jeden Fall. Machen wir es so einfach so. Da! Ein Tag! Willst du? Wer ist da noch gleich? Tag? Glaube nicht. Was war das für ein Geräusch? Euer Mate, der übergelaufen ist. Mois. So, ein Karagor. Drei Karagor. Los mit die Karagor ran. Junge, Junge. So. Das Verwirrung stiften hier. Menschen greifen die anscheinend eh nicht an. Du bist auch mein. Geh durch. Moment! Du riechst dich gar nicht, Junge. Hör auf zu lügen. Meins. Zündest hier gar nichts an. Glaubst du nicht, wer du bist, Junge? Sag dir, wer du bist. Ein Diener des hellen Herrschers. Und du auch. Ah, okay. Er zündet das Leuchtfeuer an. Ist mir jetzt auch egal. Ja, Karagor, das ist jetzt nicht so geil, weil ich die nicht beherrsche. Ich muss am besten mal weg hier. Obwohl, ich brauche das zu sicher Ziel auch nicht. Also eigentlich juckt es mir ja nicht, aber ist egal. Wir gehen jetzt mal nach links rüber. Moins! So, dann jetzt einmal bitte angreifen, Kinder. Hab ich da gerade etwas gehört? Bist du das, Halbläufer? Schreit mich los, bitte. Hauptmann, ne? Ah, nichts, außer dass er legendär ist. Okay. Der wird wahrscheinlich hoch, ne? Nicht? Nicht. Nächstes Mal, Waldläufer. Zum Glück bist du hier. Krieg ich dich. Hilf mir. Auch meins. Junge, was ein Hammer. Mein Hammer hat noch jeden meiner Feinde dieser Welt zermalmt. Dich zermalmt er ebenfalls. Und er sieht aus wie ein... Hier ist nichts. Wie ein Kampf-Pro. Ai, ai, ai. Oh, nee, doch nicht. Oder? Nö. Nix kannst du machen, Junge. Mach ich. Gar kein Ding, Bruder. So, jetzt bist du mal ganz kurz nett zu mir. Und was gebrannt mag. Piss dich, Junge. Das ist mir. Ich will nur, dass es vorbei ist. Hilf mir. Gerne. So, jetzt gehen ein paar Uruksfahrer möbeln, Alter. Bitte, finde unsere Freunde. Was muckt ihr hier rum? Insta-Tot. Wollte ich zwar nicht, aber... Komm, darf ich wieder hoch? Darf ich wieder...
Oder mein Urk ist anscheinend stärker als jeder andere auf dem Planeten. Was war das? Was war das? So, dann geht euch mal ein paar Leute suchen. Ja, mach. Hab dir die Erlaubnis gerade gegeben, Boy. Noch nicht zu den Karagors, wenn es geht. Karagoren. Haben wir irgendeinen Grog oder so in der Nähe? Nicht so ganz, aber wir haben den hier noch in der Nähe. Hier, Freedom. Die schlagen sich da drüben, jo. Sind ein paar viele für einen Karagor, wa? Geh mal helfen. Meins. Genau, dich will ich haben, lieber Berserker. Oh, war der falsche Klick. Das auch. Du bist mein Junge. Aua. Get over it, Junge. Oh, das ist meiner, oder? Nee, ist nicht meiner. Sah aber so aus. Für den wahren hellen Herrscher. Du stirbst, du warst mir zu frech. Du warst mir einfach zu frech gerade. Weg hier, Maden. So, alle gegen einen, Fairness. Oh, kommt auch noch welche nach. Okay. Berserker? Meins. Oh, der wird da hinten voll vermöbelt. Warte mal. Schütze meine Namen. Muss helfen. Nein, wegen den Schildträgern. Er ist tot. Fuck. Schade. Wollte ihn noch retten. Ging aber nicht. Der sah actually kampfeslustig aus, deswegen wollte ich ihn eigentlich haben. Einer von uns sollte jetzt Angst haben. Und ich bin es nicht. Also fürchte dich. Siehst du aus wie ein Fisch im Gesicht. Davor soll ich mich fürchten? Jetzt kann es süß. Du kannst mir nicht wehtun. So, Freund. Was denn, wenn ich das mit dir mache eigentlich? Ah, geht noch nicht, okay. Das wird nicht funktionieren. Scheint schon. Anscheinend sogar sehr gut. Oh, nicht zu viel. Na, egal. Mein Schildträger. Dachte ich so, hey. Vielleicht immer kaputt. Noch ein Berserker. Das ist das Ende. Ein paar Glyphen aufs Haus. So, ich will den hier vorne erstmal befreien. Parat, ja schon, aber. Moment. Ich rieche etwas. Willst du uns wirklich alle retten? Dann gib nicht auf. Wait, der gehörte gerade zu mir, jetzt nicht mehr. Oder spinne ich? Endet das irgendwann? Ich sagte meins. Die Sir legen sich dazu. Sterben erstmal in Ruhe. Geh aus dem Weg, Fettarsch. Oh. Du stichst mich hier nicht von der Seite, du Affen. Kopf, Junge. Junge, das ist ein never ending fight hier. Ich glaube, ich lass mal die Uruks hier sterben gegen die anderen. Dann müssen wir uns woanders nach einem und geh mal ein bisschen sehen, arbeiten in der Zeit. Bleib, wo du bist. Hellas. Ich bin's. Der beherrschende Boy. Haben wir noch. Sehr schön.
zu bewegen. Ja, dann wird Zeit. Was für Schwerter kreuzen eigentlich immer da oben? Du hast nicht mal eins. Was willst du hier kreuzen? Oh, ihr schafft das da vorne, ne? Easy. Diese Gefangenen dort vorne sind so gut wie tot. Hoffentlich. Wo ich ihn noch befreien? Kappa. Soll das, ne? Weshalb bin ich wohl hier? Weshalb befreie ich ihn wohl? Hm? Bitte hilf mir. Sind so gut wie tot. Oh nein. Hilfe. Es gibt noch andere, die dich brauchen. Bitte finde sie. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Ja, du beruhigst dich dahin. Komm mal rüber. Müssen wir hier, ne? Let's go. Schneid mich los. Ich ertrage diese Qualen nicht. Ja, okay. Ja, gut. Was haben wir uns nur dabei gedacht, die Rüstung zu stehlen? Ja, ziemlich dumm, ne? Sich viel schneller. Ohne läuft es sich viel schneller. Ach, sag bloß. So. Okay, keine weiteren ausgestoßenen Aufträge in der Nähe auf jeden Fall. Ach, habe ich den markiert? Deswegen sehe ich den immer. Glaube. Neue Fähigkeiten haben wir auch noch nicht. Da fehlt noch eine ganze Ecke im Ort. Und 3 Aufträge für nächstes Mal. Das ist sowas. Und da muss ich den gehörnten Grauk finden. Oder einen gehörnten Grauk auf jeden Fall finden. Sehen, wo ich die dann finde. Naja, alles klar. Dann war es das auf jeden Fall erstmal hiermit. Spaß hatten wir mal wieder. Das ist das hier. Mal ein geiles Game. Kannst sagen, was du willst. So.